Ach so. Okay, warte. Es tut mir leid, dass es so chaotisch ist. Alles gut, Mann, alles cool. Ich bin da, wow, ich bin da easy. Ich kann es dann noch erzählen, wir können dann eine halbe Stunde quatschen, mir ist das egal. Nee, können wir. Mein Stream ist jetzt da, hallo. Also, Klimaanlagen. Katzen. Oh, wie viele Katzen hast du? Zwei? Zwei, ja. Hat dir Vollgeist gefallen eigentlich? Ich habe gar nicht so gehört von dir. Vollgeist? Vollgeist macht immer Spaß. Also, die Sache ist, ich hab Vollgeist Season 1 so viel durchgesuchtet. Und dann kamen die nächsten zwei Seasons, die fand ich nicht so. Und jetzt die Season ist mega geil. Ich meinte das Event, wo du mitgemacht das Event, hast. Ja, das war mega spaßig. Ich weiß, es war nice. Okay, das freut mich. Weil ich habe von den anderen gehört, weil die viele waren im Discord und so. Ich habe es aber nicht geschafft, in deinen Stream mal zu gucken. Deswegen. Waren alle glücklich. Alle waren zufrieden. Glücklich. Versorgt. Ja, ich meine, viel kann ja nicht schief gehen eigentlich. Ja, nee. Das eben, Vollgas macht halt immer Spaß. Ja. Und keine Ahnung, es war jetzt auch nicht so, dass irgendwie eine Gruppe immer gewonnen hat oder so. Also es war immer Abwechslung drin. Das stimmt. Wie war Overwatch? Hast du schon gespielt? Ich habe es. Warte mal, wann kam das? Gestern, ne? Gestern, glaube ich, zwei Runden gespielt. Und dann habe ich geschlossen wieder. Warum habe ich denn das zugemacht wieder? Warst du wütend? Ich weiß gar nicht mehr. Aus irgendeinem Grund habe ich den vorgestern, habe ich den Stream geschlossen dann. Warum habe ich denn ausgemacht? Ich habe gar nicht so viel Overwatch gespielt. War das? Ich war nicht wütend. Ich habe, glaube ich, meine Partnerabsage bekommen und war einfach ein bisschen traurig und habe gesagt, boah, ich glaube, ich mache jetzt erstmal Pause oder so. Ich glaube deswegen. Ich weiß gar nicht. Schon wieder? War. Ah, nein, kein Rage Quit. Nein, ich habe immer gesagt. Ich habe keinen Rage Quit. Warte, ich habe immer nur gesagt, nee, ist jetzt okay. Ja, klar. Passt, der Tag ist war ein schöner Tag heute. Ich habe einfach genug jetzt und für mich, ne? Genau, und wenn man gerade nicht im Es war ja zum Ende des Streams, ja. Ich habe auch schon lange gestreamt, also. Ja. Okay, ich habe einen Code. Ja. Ich gebe dir den mal rüber. Mit dem Start ich auch gleich. Aber heute hast du Bock, wieder zu spielen? Ja, auf jeden Fall. Ich habe die ganze Woche eigentlich schon Bock. Nice. Spielen. So, ich hoffe, wir müssen hier wieder Zahlen eingeben. Hey, wir müssen mute so mich wieder Zahlen eingeben. Weil ich mich wieder mute. Scheiße. Was schon? Ich bin so verwirrt, das ist unglaublich. Ich habe gestern eigentlich nur. Es ist krank. Ich versuche gerade den Stream. Oh mein Gott, warte, wo ist das? Scheiße. Ui. Nee. Ich mute mich kurz. Oh, nö. Mach. Leute, wo zur Hölle? Wo zur Hölle ist. Ist das? Browser 3. Nee. Nein. Da, Fugi! Oh mein Gott, ich hab's gefunden. War das eine schwere Geburt? So, hallo. Hallo. Ich wollte gerade erzählen, genau. Ich habe gestern Gothic Phone Streams ein bisschen reingeguckt bei dir. Ja. Und davor Mieb. Hier, Cardcorn, war ja nicht dabei, hat aber auch Art Girl streamt. Und boah, ich habe gestern nichts hinbekommen, aber ich habe das erste Mal seit Ewigkeiten einfach Twitch geguckt. Krass. Und wie fandest du es? Ja, eigentlich war das. Also, die Sache, ich gucke ja dann Art Streams. Man kommt immer gar nicht dazu. Und das war eigentlich wieder chillig, weil man kann es selbst nebenbei zeichnen. Boah, ich wollte Ankündigungsbild machen. Für den Stream, ich hab's nicht geschafft. Ja, ich hab's ja. Ich könnte meine nochmal teilen, aber. Oh, warte mal, ich bin schon wieder irgendwo drauf. Wir fangen so an, okay. Leckst du bei dir? Ich lecke, wenn das Spiel jetzt startet. Siehst du, ich leck auch. Naja, ist halt so. Nee, wir lecken nicht. Na, wir lenken nicht, das ist die Hitze. Das ist, Okay, ich platziere mich. Wir bewegen uns so langsamer als sonst. Zack. Okay, beim letzten Mal haben wir die ersten 4 Level geschafft. Es bleiben noch 2 übrig. Es gibt kein Secret Level. Ich habe recherchiert. Irgendwie haben es Leute gesagt im Chat, aber die haben gelogen. Wie immer.
Also gibt es noch zwei Level jetzt, ja? Es gibt noch zwei Level. Deswegen bin ich danach bin auch noch irgendwie bei Overwatch dabei. Ja, weil das nicht so lang ist. Ja, ich habe schon gedacht, weil das eigentlich. Ich bin so ein bisschen. Ich hoffe, es kommt noch was Cooleres, weil ich bin eigentlich so. Ja, dieser Scheißzug war so geil. Da kann ja nichts Besseres mehr kommen, weißt du? Ja, die Mission danach war echt lang, aber ich habe die Mission 4, da wo wir so lange gehackt haben, wir sind irgendwie Ewigkeiten durch Cyberspace geflogen und haben gehackt, da habe ich gedacht, yo, das ist das Finale. Vor allem, die Typen haben uns davor versucht, dich im Zug umzubringen, dann gehen wir zu deren Hauptservern, aber jetzt müssen wir noch weiter. Mission 5. Das ist krass, ist doch noch weiter, ja. Ab nach Argentinien. Wo sind wir denn? Argentinien? Ja. Oh, ich bin ready. Good morning, Agents. Money. You dealt Cypher a heavy blow by neutralizing his main server, but we still can't locate him physically. To solve this, we need access to Cypher's criminal record in Argentina. Sadly, diplomatic relations with that country are deadlocked, so we have no choice but to break into their federal intelligence agency. Of course, the evidence room is well secured and located deep below ground. Reach it and retrieve Cypher's personal effects. But first, you'll impersonate a janitor to get in through the front door. Good luck. Wow. Dankeschön. Das klingt cool. Okay, ich bin wieder am Hacken. Now that you've reached the janitor's entrance, you'll need to find a way to get through security. Was hat die gesagt? Schleuse deinen Partner durch die Sicherheitskontrolle. Okay, ja, okay, ich bin jetzt hier in dem bisschen Start. Geheimdienst. Zugriff erzwingen mache ich. Ich erzähle jetzt, was ich mache. Okay, also ich habe Beweisdatenbank, Hausmeisterei, Prüfungssystem. Ich glaube Hausmeisterei erstmal, ne? Liste der Hausmeister, Zugangspunkte. So. Also okay, ich habe hier genau, Liste der Hausmeister gerade. Also ich bin Hausmeisterdienst und hier sehe ich, wann Leute Ego hin müssen. Okay. Nur heutiges Datum anzeigen. Wie viel Uhr haben wir denn gerade? Hast du eine Uhrzeit? Warte mal. Bisher nicht. Guck mal ganz kurz, ob ich hier was finde. Okay, weil ich... Okay, ich habe einen Einlasskenner, da brauche ich eine IT-Adresse. Genau, ich habe hier quasi... Die Hausmeister können hier nur zu bestimmten Uhrzeiten durch. Zwei Hausmeister können zwischen 7 und 13 Uhr durch und zwei zwischen 15 und 22 Uhr. Und da müsstest du mir wahrscheinlich ein... Ich habe nur ein Datum, 18.02. Einstellungsdatum steht hier. Ich habe eine Uhrzeit. Ich bin einfach... Also, ich habe halt verschiedene Einstellungsdaten von den Hausmeistern. Und du hast Uhrzeiten. Boah, vielleicht hätten wir nicht so lange Pause machen sollen. Ich bin gerade ultra verwirrt. Warte, ich guck mich nochmal um. Ich guck mal die anderen Sachen. Ich guck mich einfach auch mal alles an, was es hier gibt. Ich kann ja irgendwie an ein Belüftungssystem kann ich auch rein. Also was ist denn das hier? Alter, Sicherheitssysteme. Oh, ich kann dir irgendwas schicken, glaube ich. Ich hack mich gerade hier irgendwo rein. Verbinden. Guck mal. So stimmt. Okay. Oh je. Warte mal, das müssen wir zusammen machen wieder. Du machst unten, ich mach rechts. Ich mach runter, ich muss hoch. Ah. Oh Gott. Runter. Okay. Ah, wir kriegen wieder ein IT-Adresse. Das ist das Passwort wieder, ja. Moment, geh runter. Nein, runter, hoch. Zack, sehr gut. 2 und 6. Oh, mit Strom. Oh, mit Wind, okay. Dann musst du gegenlenken. Ja. Zurück. Oh. Oh, gehackt. Hey, was ist das für eine IP-Adresse? Oh nein, das war mein Fehler. Oh, was ist denn das? Das ist unser Fehler. Oh, knapp. Okay, Konzentration. IP-Adressen gehen doch nur bis 255. Was ist das für eine IP-Adresse? Okay, warte mal, dann gehe ich jetzt wieder dahin. Oh mein Gott, was ist denn jetzt los? Wo war ich denn jetzt? Also ich kann mich hier auf den Scanner stellen, aber dafür muss ich wahrscheinlich ein Hausmeister sein. Also heute... Ja, ich gebe die Adresse erstmal ein. Warte. Okay. Sorry.
Ich habe mich gemutet. Kannst du mir diese IP-Adresse sagen? Hast du die? Ach so, warte, ich guck, ob die da noch steht. Ah ja, 353. 353. 219. 219. 969. 969. Du bist wieder gemutet. Die 6 hat... Also nach der 969 kommt 431. Achso, 431. So lang, ist echt lang. Und ich wäre gern, wenn das sich einrichten lässt, ich wäre gern Paulina Aguayo. Ach, schön. Okay, Moment. Lass mich erstmal Einlass scannen. Scan starten geht nicht. Okay. Dann gehe ich jetzt mal. Ja, ich brauche erst die. Ja. Hausmeister. Jetzt, wie ist sie? Paulina die Aguayo. Mit Paulina. Paulina Aguaya, Hausmeister. Einstellungsdatum 13.05.2035. Das kann gut sein. Okay. Okay, komm. Ja, danke schön. Ich krieg eine Identität. Zustimmen. Profil wird geladen. Oh mein, ich bin größer geworden. Okay, und jetzt stehe ich auf dem Pad und du kannst das... Ja, ich sehe dich. Scan starten. Entspannen Sie sich. Warum ist hier Alarm? Hallo? Hä? Was? Warum wurde ich... Ich glaube, ich habe dich umgebracht. Es kann sein, dass ich dich umgebracht habe. Wie, du hast dich umgebracht? War da ein Knopf gefangen nehmen oder sowas? Es tut mir leid. Alles gut. Ich fasse nichts mehr an, ich drücke überhaupt nichts mehr. Jetzt, wenn ich dich jetzt kenne, dann stirbst du. Warum kannst du dich woanders hinstellen? Ich komme nicht mehr raus. Hilfe, okay. Hilfe. Aber registrierte Benutzer Paulina Aguaya. Das bin ich. Ja. Aber verändert, du siehst aber nicht verändert aus. Du hast nur die ID von denen, ja genau. Ja, weil du gesagt hast, du bist größer geworden. Ja, da war so ein Effekt und ich habe gedacht, ich wäre größer geworden oder so. Aber wenn ich starte jetzt einen Scan, dann kommen dann wieder diese Laser. Ja, ich mach aber das, du ne? kannst ja bestimmt. Ich komm nicht mehr raus. Also du musst. Ja, aber dann kommen Laser. Na gut, ich mach. Oh mein Gott, du bist wieder tot. Wie's? Ignorieren. Rufen. Nein! Ich glaube. Ich kann das Eindringlinge. Was mach ich? Hä? Bin ich ganz doof. Ich glaube, lass uns nochmal. Das ist jetzt irgendwie. Hättest du was drücken können, wo du ignorieren gedrückt hast? Ich weiß nicht, ich habe nicht mehr gelesen, ich habe einfach das Rechte genommen, ich konnte nicht so schnell erkennen. Okay, wir müssen es nochmal machen. Ich stehe hier einfach, du kannst alles machen, ich vertraue dir. Okay, ignorieren. Oh, das war richtig. Waren da zwei mögliche Knöpfe, die du hättest drücken können? Und ich habe Sicherheitsdienst rufen gedrückt. Sicherheitsdienst rufen! Ich weiß nicht, wieso das hier jetzt okay. Also, Okay, Leute, wir haben das so schön gemacht mit dem Zug und jetzt und Scheiß. Wo bist du denn jetzt? Jetzt muss ich erstmal schauen. Kannst du in diesen Roboter rein? Hier ist ein Saugroboter. Saugroboter? Wait. Belüftungssystem, das klingt doch danach. Saugroboter, ja? Bist du in einem drin? Okay, ich sehe dich. Bist du der hier? Gerät hacken kann ich machen. Du mach mal, vielleicht kannst du da mit ihm hin und her fahren. Oh mein Gott, hallo! Hallo! Guck mal, du kannst jetzt da unten drunter durch. Da ist ein Pfeil. Viel Spaß. Okay. Siehst du irgendwas? Oh Gott, der ist weg. Das ist dein Ding hier. Guck mal. Ja, du bist jetzt auch da. Da hinten, guck mal, das sind Menschen. Das sind Menschen, geh durch. Ja, geh durch, da sind Menschen. Ja, die werden keine Angst haben vor Staubsaugerrobotern, oder? Ah, ja, eigentlich nicht, ne? Ende der Reinigungsbereich. Doch, hier ist Ende des Reinigungsbereiches, wenn ich da durchgehe. Oh mein Gott, du bist sass. Nicht, du bist ein sasser Staubsaugerroboter. Oh mein Gott, ich bin so richtig schnell vor allem. Sasser Staubsaugerroboter. Ich bin voll schnell. Ich kann ja mal durch, soll ich mal? Ich kann nicht durch, ich kann echt nicht durch. Hä, was soll ich denn jetzt hier machen? Ah, hier ist noch was. Ah. Okay, das ist geschlossen. Ist da noch eins? Hä?
Dein Partner hat einem Arbeiter mit dem Saugroboter das Bein gebrochen? Also ich... Wait, ich darf die nicht anfahren. Oh mein Gott, ich bin einfach durchgefahren. Okay. Okay, ich habe hier generell ein Stabilisierungspanel. Ja, ich glaube, ich bin ja auch richtig. Ich muss jetzt... Ich habe noch einen zweiten Roboter irgendwie. Ja, ja. Ich mache mir mal den zweiten. So. Gibt's einen anderen Weg? Ja, gibt's ja. Hier bei mir. Da brauche ich auch irgendeinen Code, ein Lasersystem, entsperren, vierstellig. Vielleicht findest du den da. Ja, heutiger Code, 5585. 5585, entsperren. Türe wird geöffnet, dankeschön. Bitte. Du kannst keine Treppen steigen. Oh nein, ich komme da nicht hoch. Oh, das sieht... Kann ich hier parken? Boah, das sieht gar nicht. Okay, ich parke mich hier. Oh, mein Herz, ich habe mich voll erschrocken. Junge, was ist so heute los? Oh mein Gott. Okay, hier sind Laser am Boden und es gibt nur einen Pfad. Ja, vielleicht siehst du mit den Kameras oder so? Ne, ich habe meinen zweiten Saugroboter ja noch nicht weiterschicken können, weil der vor einem geschlossenen Tür steht. Ja. Jetzt wollte ich mal schauen, ob ich vielleicht hier nämlich den Luftschacht, da komme ich auch rein, Hauptschacht, noch was machen kann. Ne, der ist geschlossen, okay. Karte. Ich habe halt ganz viel zum Andrücken hier. Ist so viel, was ich erstmal angucken muss. Ich kann dir eine Karte schicken. Oh, das klingt richtig. Zustimmen. Denn wann ist das ein Horrorgame? Hast du bekommen? Ja, ich habe eine Karte. Es gibt eine Ventilationssteuerung irgendwo. Warte, ich gehe mal nachgucken. Ventilationssteuerung und Lasersteuerung. Ja, und vor der Lasersteuerung ist so ein Laserlabyrinth auf dem Boden. Heißt, vielleicht kannst du da irgendwas rausfinden. Okay. Aber ich glaube, du musst als Staubsauger die Ventilationssteuerung holen. Weil ich glaube, ich Stabilisierungspanel, was war denn das jetzt nochmal? Weil ich kann da auch rein. Okay. Okay, ich kann in den Laserraum und in den Stabilisierungspanel. Da kann ich. Kameras? Ja. Aber du kannst auch einen Staubsauger-Roboter zum Ventilator steuern. Da darfst du aber niemanden berühren. Aber hier ist ein Eingang. Da war ich ja vor, aber das war noch geschlossen. Ach, das ist geschlossen, okay. Das war noch geschlossen, da komme ich noch nicht durch. Aber ich habe das noch nicht aufbekommen. Ja, da gucke ich gerade, ob ich was finde, ob ich das auf. Oh, hier ist ein großer Knopf. Ich kann Notabschalten. Ah, nee, da komme ich nicht ran. Mist. Ich kann mal. Ich weiß nicht, ob wir sterben. Ich kann das jetzt ausprobieren. Aber, nee, aber. Warte mal, wie würde denn das heißen, wo ich da. Das ist doch ein Lüftungsschacht, oder nicht? Wo man vorsteht. Oh, hier ist was. Aber man kann das. Oh, ich kann dir was rüberschicken. Okay. Downloaden. Ah, nee, das ist erst, wenn du da bist, kann ich das machen. Okay, deaktiviere den Laser und den Ventilator, den Luftschacht blockieren. Oh, ich kann das auch machen. Ich kann den Roboter durchlassen, deinen Staubsauger-Roboter. Oh, okay, hier. Okay. Nice. Aber du musst aufpassen, hier sind Laser, die darfst du nicht berühren. Und ich kann die quasi nach und nach entfernen, aber nur eine Zeile nach der anderen. Siehst du mich? Oh, da bist du, ja, warte. Ich fahre das jetzt ganz über den nächsten, genau, geh durch. Dann mach ich es wieder weiter. Kannst du ein bisschen weiter? Oh, Gottes Willen. So, wo musst du hin? Ah, ich wieder guck zurück. Mich mal um. Ah, genau. Hier in die andere Richtung. Hier. Oder ist da was? Hier ist irgendwie nichts. Ja, da geradeaus. Gehen wir mal weiter. Ja, ich schleus dich da durch. Du hast das. Du machst das super. Ich war extra langsam diesmal, das ist nicht verkacke. Ich kann das nämlich auch schneller stellen.
So, jetzt stehe ich hier und jetzt? Kannst du irgendwie den Ventilator kaputt machen oder so? Ich kann hier noch. Oder kannst du runterfahren? Entdeckt? Ja, warum bin ich entdeckt? Hinter dir war wieder der Laser, der vorweg war. Oh nein, jetzt echt? Ah, die sehe ich auch nicht hinter mir. Ja, aber warte, wo musst du hin? Hä, aber ich war vor dem Ventilator, aber da konnte ich nicht hin. Das ist ja komisch. Warte, stell mir dich einfach wieder ab. Oder ich muss vor einen anderen Ventilator, also rechts ist ja auch noch ein Ventilator, wo ich eher dran komme vielleicht. Rechts? Warum sollte ich da durch? Ja, warte, ich fahr da mal hin. Aber nee, da komme ich auch nicht hin. Nee. Hä? Vielleicht müssen wir den Ventilator ausstellen oder so. Kannst du dieses Ding runterfahren, wo ich stehe? Kann man damit was machen? Wo ich draufstehe? Nö. Ja, okay. Oh, ich habe eine Idee. Vielleicht. Oh ja, geh nochmal nach links. Also wieder denselben Weg. Ja. Noch eins weiter. Und jetzt, stopp, zurück. Oh, nicht hier, okay, genau. Und jetzt nach rechts gucken und runterfahren. Weil genau rechts, da unten ist ein Knopf. Vielleicht. Okay, ich fahr jetzt runter, einfach, ne? Wir lassen nicht runterfallen. Oh mein Gott! Hey, nice! Was müssen wir jetzt machen? Stabilisierungspanel. Ich lauf darüber. Ich geh dahin, ich muss da nur schnell hin. Ich geh schon. Okay, vollständig laden. Ich kann Stabilisierungspanel. Aber was mache ich jetzt hier? Laden. Okay, lad den. Ich bin dran. Was muss ich machen, um den zu laden? Warte auf Partner. Ich gucke gerade, was hier steht. Warte auf Partnersicht. Ist aktiviert. Ah, aktiviert. Hacking-Oberfläche wird geladen. Okay, ich habe drei Knöpfe: rot, grün und blau. Ich habe einen Partikelbeschleuniger ein und aus und einen Dichtefaktor. Was? Also ich kann verschiedene Sachen einstellen. Anschluss grün einstecken steht bei mir. Grün muss Anschluss rein. Anschluss grün einstecken. Okay, mache ich. Okay. Sauerstoffleitung, muss ich da was einstellen? Statuskontrolle auf Panik festgelegt. Stabilisatorenschritt. Okay, auf Panik? Habe ich gemacht. Okay. Das habe ich gemacht. Stoßaktivator aus. Energieauflader laden. Energieauflader laden? Ja. Energieauflader laden. Wo ist Energieauflader? Weiß ich nicht, muss irgendwo bei dir sein. Auf dem Windmonitor 9 auswählen. Ah, nee, ich muss ihn laden, das ist meiner. Oh mein Gott, das ist meins. Auf dem Windmonitor 9 auswählen. Hast du 9, einen Windmonitor? Ja, habe ich 9. Partikelbeschleuniger aus, habe ich das? Partikelbeschleuniger aus, habe ich. Statuskontrolle auf Warnung festlegen. Habe ich nicht. Sicher? Weil ich hab's auch nicht. Statuskontrolle? Was ist denn Statuskontrolle? Scheiße. Warnung. Anschluss auf blau! Anschluss blau! Blau! Oh. Dichtefaktor auf 4. Das ist, glaube ich, meins. Ja. Sauerstoffleitung auf Mitte. Sauerstoffleitung auf Mitte. Das ist bei mir. Auf dem Windmotor 8 auswählen. Jupp, habe ich. Sehr gut. Stabilisierung erfolgreich. Nice. Okay, jetzt haben wir den Ventilator eingefahren, jetzt müssen wir Laser entfernen. Ja. Mensch, jetzt muss ich suchen, wo der Laser ist. Ah, die Lasersteuerung? Die war hier. Da hatten wir vorhin den Code eingegeben. Ich hatte den auch irgendwo mit dem Laser vorhin. Genau, und hier ist so ein Labyrinth am Boden, was ich aber ein unsichtbares Labyrinth quasi. Ja, ich bin da noch nicht. Wo war denn das? Ah, da, Laserraum. So, ich öffne. Ich sehe dich. Ja, ich sehe dich. Okay. Ich kann die Kamera steuern. Ich sehe Laser, aber ich sehe die nicht. Und ich muss den richtigen Weg wissen. Du siehst die Laser nicht? Ich sehe die Laser nicht. Okay, ich sehe, ja. Geh mal drei Schritte gerade, also drei Blöcke geradeaus. Eins, zwei, drei. Ja, und jetzt, ganz an die Wand. Warte mal, nee, warte mal. Dreh dich mal nach links. Hier, so. Und jetzt ganz an die Wand. Ja. So, Moment, ich gucke. Jetzt gehst du mal drei Blöcke nach vorne. Eins, zwei, drei. Jetzt nach rechts rennen, ist das rechts? Ja. Ja. Jetzt wieder an die Wand. Oh, okay. Moment, jetzt muss ich... Na doch, es geht ja noch. So, jetzt gehst du wieder drei Blöcke nach vorne. Eins, zwei, oh Gott, drei. Jetzt wieder nach links drehen.
Ist das links? Keine Ahnung. Auf jeden Fall jetzt wieder geradeaus bis zur... Nee, warte mal. Eins, zwei. Noch zwei Blöcke. Eins, zwei. Ja. Genau, da jetzt ist richtige Richtung sogar. Und jetzt kannst du durchlaufen. Ja, danke schön. Ich habe nichts gesehen. Oh, Fingerabdruck. Brauchen wir. Ich hack einfach mal. Oh, Zusammen drauf? Ja. Ach, das wieder. Ach, das wieder, ja. Warte mal, was kann ich denn bewegen? Ich kann, du kannst den ich kann blau bewegen, weg, oder? Ja. Oh, warte. Zieh erstmal den rechten blauen weg. Noch weiter, genau. Ja. Da dann, kann man auch so machen, hier, oder? Warte. Bei dem? So. Ja, was hast du vor? Jetzt kannst du ah, durch. Ah, okay. Ach, den muss ich nehmen, ach so. Das war einfach ein Rätsel. Und ja, wir haben es gelöst. Das ist aber wow. Heute nicht. Ich verstehe nicht, was wir machen müssen. Zwei. Hä? Kannst du die zwei verschieben? Ja, die kannst du nur zusammen. Guck mal, die bewegen sich nur zusammen. Okay, zieh die mal in die Mitte. So. Nee. Oh Gott. Ha! Oh, Sandy, das ist irgendwie, ne? Hä, kann ich nur das? Als ob ich nur das. Ah, du kannst das. Ja, aber was bringt das? Warte mal, zieh. Hä? Das ist irgendwie. Achso, warte. Zieh's mal gegen. Und jetzt lass los. Ah, das geht auch zurück. Ich glaube, du musst es einfach auf dieser Stellung halten. Vielleicht hilft es dafür. Das kann sein. Nö. Oh. Warte. Nee, ich kann ja jetzt zurück, aber es reicht nicht. Hä? The fuck ist das für ein Scheiß, Mann? Geh mal nach vorne. Oh doch, warte. Drück nochmal, zieh mal am unteren. Und dann? Oh ja, oh mein Gott. Ah, hä? Oh. Ah, ja. Ja, ich glaube, du kannst jetzt sogar los. Ah ja, warte. Ich gehe einfach durch, noch ein bisschen zurück. Ich weiß zwar nicht, was wir gemacht haben, es hat funktioniert. Wir haben die verschoben. Wir haben die Stellung verändert. Ah, da kann ich das schieben? Das kann man was schieben. Was macht der? Hä? Aber der hat ja nichts drin. Ne? Ja. Okay, warte, der geht zurück. Okay. Ja, du musst... oh mein Gott! 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 Okay. Ich kann's ausmachen. Irgendwas... Ah ja. Stabilisierungsverfahren aktiviert. Oh, schon wieder das Ding. Oh, wo war denn das jetzt? Scheiße. Da. Nochmal. Okay. Passiert jetzt irgendwas? Warte auf Partner. Yeah, achso, du musst doch da rein. Ich muss zurückrennen. Ach, du musst rennen dafür. Okay. Ja, ich bin ja vor Ort. So. Flussrichtung auf nach oben festlegen. Das habe ich schon mal nicht. Dichtefaktor auf 3, hast du das? Hab ich Dichtefaktor auf 3 habe ich, aber du musst die Flussrichtung nach oben festlegen. Flussrichtung habe ich nicht. Ah, die habe ich. 3 Tropen zum Wasserstoffverteiler. Tropen. Energieauflade an habe ich. Und was hast du? Ah, das hier. Wie viel Wasserstoff? Nee, das, wie viel Tropfen? Ich habe keine Ahnung. 3. Ich habe ja Wind. Wie mache ich die? Ach so, ich habe ja Wind. Energieauflader laden. Habe ich den? Nö. Energieauflader. Ja, ich lade. Wir müssen nicht mehr. Achso. Auf Überladungskontrolle B. Board Reset drücken. Und was war Überladungskontrolle? Überladungskontrolle auf B, das habe ich. Fuck. Okay. Und Board Reset drücken. Dann hast du, glaube ich. Zurücksetzen, ja, habe ich auch. Anschluss grün einstecken, das hast du. Grün. Quadrat drücken. Habe ich. Sehr gut. Velozid. Stoß. Was ist das denn? Velozidkästen. Festlegen. Stoßkontrolle hydraulisch. Habe ich nicht. Velozid-Tensor. Ich weiß nicht, Velozid-Tensor. Auf wie viel? 32! 32? Ja. Stande. Hat es geklappt? Ja, keine Ahnung. Anschluss blau. Ja, das ist meins.
Das ist wir dürfen nicht noch einmal fehlen. Nein! Wir sind ja bald heute. Warum? Ja, ich renn. Ich muss mehr trinken. Die Worte sind zu schwierig für uns. Okay, jetzt aber Konzentration. Okay, Energie auf Ladeladen, das hast du. Ich lade. Dichtefaktor 4. Dichtefaktor 4, das hab ich. Board Reset drücken. Hab ich. Deaktiviere das T3-Ventil. T3. Dreieck drücken. Hab ich. Das hab ich auch. Anschluss auf Rot. Stoßkontrolle auf hydraulisch festlegen. Okay, jetzt haben wir wieder zwei Tropen zum Wasserstoffverteiler. Flussrichtung auf nach unten festlegen, das habe auch ich. Jetzt kommt wieder dieses Velozitätssensor. 76. 76? Ja. Okay, auf dem Windmotor 5 auswählen. Windmotor 5. Ach, ja, und blau einstecken. Blau. Stoßkontrolle auf pneumatisch festlegen. Ja. Und wieder drei Tropen Wasserstoffverteiler. 1, 2, 3. Ja, einfach. Ja. Ich brauche ein neues Wort wie das beste Ding. Ah, das ist doch scheiße. Pneumatisch. Ich sag das Ding. Welches Ding? Was Ding? Dieses Ventilatoren. Ich habe noch keine Ahnung, was das ist. Irgend so ein Ventilator und dann irgendwas mit einer Zahl. Velozität. Was ist das? Velozität. Tensor. Velozitätstensor. Das ist schwer, oder? Das ist gemein. Ich weiß nicht mal, was das bedeutet. Ja, das machen die extra, damit man so lange dafür braucht. Irgend so ein schweres Wort. Pneumatisch ist Luftdruck anscheinend. Warte mal, was müssen wir jetzt machen? Lotse deinen Partner durch den Luftschacht. Ich gehe durch den Luftschacht. Ich gehe durch den Luftschacht. Hauptschacht. Ich komme da gar nicht rein. Netzwerknoten. Hier ist eine Klappe für Wartungsarbeiten. Moment, ich komme gerade rein. Oh mein Gott, du bist ja am Seil. Was meinst du denn da? Okay, ich sehe die Klappe 1 und Klappe 2. Und irgendwas, was in der Mitte auf grün ist. Ah, ich kann dich bewegen. Boah, 23 Grad. Ich kann hier runter. Klappe für Wartungsarbeiten ist hier. Ist das Klappe 1? Ich kann die anheben. Mach mal. Ja, das ist richtig. Ich muss da durch. Oh mein Gott, was? Lass sie mal offen. Ich muss hier irgendwie durch. Und das ist wild. Oh Gott. Ich kann ihn nach links und rechts machen. Oh. Ach, du kannst mich verschieben? Nach links und rechts nur. Ah, okay. Okay, kannst du mich mal nach links machen? Nach links? Nee, okay, rechts, sorry. Die Richtung ist anders als gedacht. Okay. Geht. Ich habe hier auch eine Temperatur. Ich kann mal draufklicken. Die ist jetzt auf. Ich kann die zurücksetzen machen. Ja, setz mal zurück. Was bringt das? Kannst du es unendlich häufig machen? Jetzt ist sie auf normal. Also, sie ist. Es gibt normal, es gibt Warnung, es gibt kritisch. Jetzt ist sie wieder auf Warnung. Ich weiß nicht, ob sich bei dir irgendwas verändert. Jetzt geht sie hoch. Oh Gott. Die Temperatur geht hoch. Jetzt ist sie auf kritisch. Geht irgendwas? Sie ist auf kritisch. Ja, kannst du sie wieder runter machen? Vielleicht muss ich einfach das machen. So als schwieriger als kannst Aufgabe. Kannst du mich nach links wieder machen? Und nach rechts? Wo auch immer ich gerade war? Genau. Ja. Ah, okay. Okay. Kann ich jetzt wieder runter? Sehe ich schon, wo du durch musst, ja. Ich glaube, das mit der Wärme ist extra gemeint für mich. Danke. Oh, noch ein bisschen. Danke. Ich muss meinen Körper rotieren, warte. So. Nice. Okay. Hier in die andere Richtung. Sehr gut. Da ich unten kommt die nächste Tür. Ja, weiter runter. Okay, jetzt ist bei mir so eine rote Markierung, wo du jetzt durchgehst. Ich weiß aber nicht, wieso. Warum das also rot grad, ist. Gerade ist hier schlimm. Siehst du... Ich glaube, das ist eine Kamera. Okay, ich glaube, das ist eine Kamera in dem Bereich. Hacken oder so. Oder okay, wenn da Laser sind, ich sehe keine Laser.
Ich sehe die halt auch nicht, ne? Okay, sehr gut. Hätte ja sein können. Ich sehe nur, ob du was mit einer Kamera... In dem Schacht ist irgendwas Rotes und da ist eine Kamera gleich. Kannst du die wegmachen vielleicht? Irgendwo anders? Ich kann auch einfach weiter. Ich könnte mal... Kann ich die Temperatur hochsetzen? Nee, kann man nicht. Also die Temperatur resettet nur meinen Brenner. Also ich glaube, das muss nur alles machen. Ah, den Brenner. Ja... Ja, wir können es probieren. Entweder wir werden jetzt erwischt oder du ist überhaupt nichts. Die wollen uns überhaupt, weißt du? Okay. Rot. Stelle 1. Nach oben, nach oben, nach oben! Okay. Oh mein Gott. Okay. Aber ich kann ja nur nach links und rechts machen. Wo ist gerade rechts? Rechts? Okay, rechts und links ist gerade in meiner Ansicht gleich. Okay, geh mal. Okay, ich gehe nach vorne und sag jetzt die Richtung gleich. Okay, jetzt kommt nämlich Laser. Ein bisschen nach rechts. Ein bisschen mehr nach rechts. Das sehe ich eigentlich. Rechts. Ja, vielleicht ist die. Okay, ich muss mich drehen. Bisschen links. Okay, ich sehe dich tatsächlich nicht. Wieder rechts. Bisschen mehr rechts. Ganz wenig. Dankeschön. Wenn du dich immer so nett bedankst, mein das ist mein Wetter. Leben gerettet. Danke. Danke. Bitte. Okay, ich muss gleich die Tür wieder öffnen, ne? Ja. Und ein bisschen nach links. Okay, und dann brenne ich das hier wieder alles durch. Ah. Oh, das war... Hä? 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 Keine Ahnung. Vielleicht habe ich irgendwas da hinten getroffen, was ich hätte nicht treffen sollen. Nee, ich darf die nicht lasern. Warum darf ich die nicht lasern? Da stand doch gerade irgendwas. Klappe, was steht denn da? Als wir gestorben sind, stand da irgendwas. Erstmal die Klappe anheben. Hey, ich kann die... Warte mal. Ich kann die gar nicht ganz anheben, glaube ich. Die ist so ein bisschen... Ja, die geht langsam zurück, aber warum... Kannst du da links durch die Klappe einfach? Nee, das ist ein Gitter. Aber ich weiß nicht, warum gerade Alarm war. Vielleicht war zu hot oder so? Bist du zu nah dran? Nee, jetzt gerade passt. Gerade machst keinen Alarm. Okay. Okay, kannst du kühlen? Danke. Ja, mach ich. Hä, warum war jetzt wieder Alarm? Oder muss ich... Vielleicht muss ich... die ganze Zeit draufdrücken? Mit der Klappe? Mache ich mit der Klappe was falsch? Warte. Die Klappe muss wieder hoch. Vielleicht darf ich einfach nicht... Okay, vielleicht darf ich die Klappe nicht zurückkommen lassen. Links. Nee, anderes links. Ups. Perfekt, danke. Aber da rechts ist auch noch ein Ding, ne? Ja, aber das... Vielleicht darf ich nicht alle. Vielleicht darf man nur bestimmte. Ach so. Oh, dann lass mich mal drauf achten, ob ich irgendwas Bestimmtes sehe. Sieht das irgendwie anders aus? Aber die sehen alle so. Die sehen jetzt auch nicht... Da ist da unten ist halt eine Kamera wieder, ne? Aber sonst... Okay. Ein bisschen nach links oder rechts, was auch immer die... Nee, das sind die andere Richtung. Ich habe überhaupt keinen... Okay, danke. Ja, den darf ich wieder. Also vielleicht darf ich bestimmte einfach nicht lasern. Also ich versuche da was zu erkennen, aber die sind alle... Der ist zum Beispiel durchgestrichen. Oh. Okay, ja, dann den durfte ich nicht. Also nicht durchgestrichen, aber der ist nicht durchgestrichen, der ist halt nicht komplett rot einfach. Aber ich dachte, das wäre ein Anzeigebug einfach. Muss ich wieder in die andere Richtung ein bisschen? Moment, ich mach erstmal hier. Ja, genau. Was ist mit dem also, hier? Da, dem. Da ist gar kein Rot. Also, heißt das, ich darf oder ich darf nicht? Ja, der ist nicht rot. Ich glaube, dann darfst du den. Den hier? Nein, den nicht. Den drüber darf ich. Ja, der. Ah, jetzt verstehe ich das. Oh mein Gott, das ist ja... Die darfst du alle nur nicht an den roten Stellen. Ach so. Und der linke hier? Ja, den kannst du auch komplett. Oh Gott, Ich dachte, das wäre ein Anzeigebug, weil es so doof angezeigt wird, ey. Okay, pass auf. Jetzt musst du aufpassen. Bei dir vor dir, den du vor dir siehst. Den? Ja, genau, an der Stelle darfst du. Ah ja. Und bei dem darf ich da auch irgendwo? An der Stelle darfst du. Bis man nicht drauf kommt. Ne? Okay, und hier? Weiter runter? Ja, da. Okay, und du musst den Brenner mal kurz hier zurücksetzen. Der letzte? Ach, hier, da. Ja, warte. Oben ansetzen. Ja, da. Perfekt. Ey, aber ich hab... Das ist so... Also das wäre jetzt ein bisschen schlecht gemacht gewesen von der Grafik. Das habe ich nicht gerafft.
Na gut. Jetzt kommt wieder eine Kamera da unten, ne? Ja, da müssen wir gleich wieder ausweichen oder so. Ich weiß nicht, ob da was passiert. Nö, ich glaube nicht. Nö. Ja. Ich bin unten! I'm in. Time to be a detective. Use the evidence database together with your partner. Find and unlock Cypher's confiscated. Okay, wir müssen in die BIOS-Datenbank. Ich weiß jetzt nicht. Okay, kannst ich habe hier öffnen? Zugangscode habe ich hier nur, falls du den brauchst. Warte mal. Kann hier auch, ich habe hier Beweise an der Wand mit Zahlen dran. Ich habe Beweisdatenbank, da brauche ich einen Netzwerkcode, Zugangscode. 7131. 7131. Okay. So, dann kann ich gucken. Straftatcodes. Habe ich hier? Ich habe so Straftatcodes. Konfiszierte Gegenstände. Mit Seriennummern und Referenzindex und Aufbewahrung von Gegenständen, in welchem Fach die sind. Und Kamera kann ich machen. Okay. Okay, ich habe hier gerade eine Videoaufnahme von Cypher. Er ist gerade am Schreibtisch und steht auf. Okay. Oh, ich habe eine Nummer bekommen gerade, eine Seriennummer von Cyphers Handfeuerwaffe. Bringt dir das was? Warte mal. Ich komme hier nicht mehr raus gerade. Ich bin... Eigentlich ja, aber ich komme jetzt gerade immer in dem Ding hier nicht raus. Ich muss Videobeweise für Cypher's kriminelle Aktivitäten suchen. Ich mache Suche. Cypher, bürgerlicher Name unbekannt. Anmeldedaten für Cyphers Handy. Ich habe Anmeldedaten für Cyphers Handy. Brauchst du die? Ach du Scheiße, auch nicht, ne? Warte, was sind denn das für Daten? Einfach eine Zahl, oder? Vier Zahlen, 8806. Ich hab's mir mal aufgeschrieben. Okay. Geh mal weiter. Okay, dann gehe ich jetzt mal bei den Gegenständen nochmal gucken. Ja, ich habe immer noch diese Seriennummer von der Handfeuerwaffe. Ja, kannst du mir die Handfeuerwaffe, heißt die? Okay. Die kannst du mir mal sagen. 1-3-6-6-3-4-3-7. Oh, warte, du musst langsamer machen, 1, weil ich habe ganz viele hier. Suchen wir mal 1-3. 1-3-6-6. 6-6, ja. 3-4. Ja. 3-7. Ja. Das hätte ich hier. Oder sowas? Ja, brauchst du das Fach davon? Ich habe das Fach von der Nummer. Fach 48. Fach 48. Mhm. Da 40. Oh. Ja, ich sehe die Waffe. Okay. Kannst du die nehmen? Nö. Ich kann sie angucken. Okay. Ja, ich habe von der noch Referenzindex. Brauchst du das vielleicht? Nö. Hast du eine Nummer? Nö. Ja, gut. Nö, ich kann die nur angucken. Okay. Okay, warte, du hattest irgendwelche Handydaten? Ja. Referenzcodes habe ich hier. Warte, hattest du einen Referenzcode von irgendwas? Ich habe einen Referenzindex, ja. Ja. Wie heißt der? Ich habe ganz viele Waffen und Aufzeichnungen, alles hier. Ah, warte. Vielleicht von Cyphers Waffe, der Index? Hast du hier, steht es direkt an der 48 dran, was für ein Index der hat? Ja, CV125. CV125. If you're not sure how to proceed with this detective work, don't hesitate to consult the hints. Marino steht hier einfach nur dran. Marino? Marino. War der Inspektor, der das hatte. Okay. Ich gucke hier mal verdächtig. Kann ich hier jetzt nach Marino gucken? Nee.
Oh, was kann überhaupt das Ziel? Also ich habe eine Seriennummer von Cyphers Handfeuerwaffe. Die Waffe ist hier. Mhm. Aber es bringt uns. Wenn ich dir das Aussehen von der Waffe beschreibe, bringt es uns wahrscheinlich auch nichts, oder? Mhm. Ist bei der 48. Also ich kann dir, genau, ich kann dir es ja nochmal bei mir sagen. Ich sehe halt nur, ich habe diese Seriennummern und die habe ich jetzt rausgesucht. Und die Seriennummer sagt mir, das ist im Fach 48, diese Handfeuerwaffe. Ja. Und genau, dann habe ich diesen Referenzindex und der, ja, das sagt uns nur, dass der Inspektor Marino das gemacht hat. Art der Straftat, Waffenbesitz, 28. Juli 2031. Okay, ich habe jetzt eine Liste der Straftatcodes. Warte mal, vielleicht kannst du Waffenbesitz, hast du gesagt? Vielleicht kann ich damit was anfangen. Waffenbesitz von Marino. Straftat, haben wir einen Straftatcode? Warte, ich gucke hier Verdächtige. Oder ist das der, warte mal, ist das der, warte mal, nee, habe ich hier. Warte, ich habe den Code. Waffenbesitz. SMR ist der Straftatcode. SMR. Brauchst du den? Warte, ich guck mal, ich kann hier noch Verdächtige. Oh. Ja, warte. SMR. Hier, ich hab irgendwie Handfeuerwaffe, Opel, 5 Mobiltelefon. Name Ignacio Duarte. The fuck? Ich muss das sehen. Ich guck mal, ob ich noch woanders. Ja, ich markiere mir das. Ich guck hier auch kurz, ob ich irgendwas übersehen habe. Also Büros ist geschlossen bei mir. Büro geschlossen. Also ich denke mal, ich muss noch irgendwo ein Handy finden, oder? Ja. Hier ist ein Handy. Oh, ich kann das hacken. Und der Code war 8806, oder? Ja. Anmelden. Nee, Code ungültig. Hä? Ist es von wem anders? War es 8806, ja, oder? Kann man mal gucken. Hier ist noch das ein Handy. Ich gebe einfach überall. Nee, das Handy jetzt 8806 ein. Ja, 8806. Also von Cyphers Handy halt, ne? Weißt du, in welchem Fach das ist? Weil hier sind echt viele Handys. Okay, warte. Also, Verdächtiger war Ignacio Duarte. Falls du darüber irgendwo noch ein Handy findest. Welches? Irgendwas mit so einem Opel Mobiltelefon? Genau, Opel 5 Mobiltelefon. Ist das ein Ingenfach? Ja, 71. Im Fach 71. Ah, da. Ja. Wow. Wir haben sein Handy. Wir haben sein Handy. Irgendwas Kyate war sein Deckname oder so. Ah, deswegen den Namen. Oh mein Gott. Ignacio spricht man das, okay. Ignacio. Incognito. Wait, das war die Mission zu Ende? Das war die Mission anscheinend zu Ende. Jetzt haben wir das Handy und jetzt gehen wir zu dem Typen hin. Da waren aber bei mir noch so Sachen wie Büro und sowas. Wo ja, Büro. Ja, da braucht keiner rein. So, willst du fürs letzte Agent sein? Oder lieber Hacker? Könntest du bleiben. Ich glaube, ich bin jetzt drin. Lass mich lieber... Okay. Das passt schon. Ja, das passt. Ich bleib Hacker. Dann ab in die nächste Mission. Starten, auf nach Singapur. Let's go! Okay, ich habe aber nicht gedacht, das ist schon zu Ende. Ich auch nicht. Hiding in Singapore, where he plans to detonate a cyber bomb that would wipe the entire city's virtual data. Oh. This would lock millions of people out of their own lives and send the region into chaos. Tonight, your mission is critical. Prevent the bomb's detonation and apprehend Cypher once and for all. Good luck. Okay. You're in the Marina Bay Grand Hotel.
find the two rooms Cypher stayed in and retrieve the coordinates of the bomb from the network. Warte mal. Finde die Koordination. Ne, Koordinaten. Oh Gott. Koordinaten der Cyberbombe. Ein Seifeaufhalt. Oh mein Gott, das ist das. Ist das. Okay. Soll das Wasser sein? Ich glaube, ich sehe gerade das schlechteste Wasser im Videospielen, was ich je gesehen habe. Okay, ich sehe dich schon mal. Ich sehe Sicherheitsdrohnen. Siehst du dieses Wasser rechts und links von mir? Ich sehe nur Treppen, die hochgehen. Ah, okay. Ich sehe Bombenkoordination. Wurde ungefähr. Warte mal. Ah, ich kann das rotieren. Ah, okay. Ich muss jetzt mal schauen, wo du hin musst. Ich kann gerade nur Treppen hoch. Ach, muss ich in ein bestimmtes Stockwerk? Oh mein Gott, okay. Vielleicht. Ich glaube, ich muss in ein Stockwerk rein. Ja, ja, du, da sind. Okay, genau, geh hoch. Dann schnell kannst du da rein. Ja, geh nochmal an den Gang. Rechts, ja, geh hier rein, da so. Ja, 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 da kommt er. Ah, ja, okay, ist clean. Und jetzt rechts, geradeaus. Ich glaube, da gibt's gar keine Tür. Warte mal, komm mal zurück. Ich hab Angst, ich geh da nicht rein. Okay, warte, lauf durch. Aber da kommt gleich noch einer um die Ecke. Pass auf, der ist einer um die Ecke. Ich hecke hier. Pass auf, der ist einer. Ich kann ihn noch rein. Warte. Okay. Nummer ab. So, pass auf. Ich kann bei dir. Ich wollte ganz kurz checken, was wir hier machen können, okay? Genau. Aber du bist denn du? Warum bist du? Hä? Ich bin reingegangen. Ich hab nicht zugehört. Ich war nicht. Ich muss erstmal raffen, was ich hab. Okay, Ebene 59. Dein Partner befindet sich auf dieser Ebene. Ich kann die irgendwie ausschalten, diese Ebene. Und das will ich jetzt mal ganz kurz probieren. Okay, kannst du jetzt noch runter? Ich kann auch weiter runter. Kannst du trotzdem noch? Okay, gut, das ist nur für mich dann. Okay, dann geh wieder hoch. Achso, 59 wollen wir. Ja, wir gehen jetzt erstmal hoch. Ich schalte die anderen Ebenen für mich aus. Ich glaube, das ist einfacher. So. Ich habe eine Drohnenfrequenz. Ich weiß nicht, was das bringt. Ich habe einen MP-Lader. Übertrage eine MP-Ladung mit passender Frequenz an deinen Partner. Aber ich kann noch nichts übertragen hier. Okay. Wenn du eine Drohne weißt. Ja, ein Geräte-Lokator habe ich jetzt. Cyberbombenkoordination kann ich. Da muss ich irgendwelche. Ja, irgendwas wieder eingeben. Okay. Diese die Drohnen haben Namen. Genau, die haben Namen. Und wenn du den Namen weißt, kannst du mir... Die haben nur Zahlen. Siehst du die Zahlen, die haben? Ja, die sehe ich nämlich. Wenn du mir eine EMP-Ladung rüberschickst, kann ich die wahrscheinlich damit ausstellen. Okay. Ja, okay. Dann müssten wir die 6 nehmen. Okay. Kannst du mir die schicken? Achso, ich dachte, du hast die. Nö. Also. Warte mal, guck ich mal. Kann ich das übertragen? Jo. Kommt da was an? Ja, jetzt kommt was. Okay. Okay, und jetzt kann ich einen EMP werfen. Warte, ich guck mal. Die, das ist die ist vor dir direkt. Okay, ich warte bis sie wegguckt. So, erstmal schön in den Rücken den EMP. Oh Mann. Die kommt wieder jetzt. Habe ich verfehlt? Ich glaube, ich habe verfehlt. Ich glaube, er muss echt einen Rücken, oder? Okay, ich brauche die nochmal. Also wieder 6? Mhm. Warte, ich habe gerade mal getestet, beworfen. Kriege ich die nochmal? Oh, warte mal, ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Oh, ich hab mich mit der EMP-Bombe umgebracht. Ja, ich muss die falsch. Ich sehe gerade, dass die Nummer 6, die muss ich auf 380 stellen, deswegen. Ah. Du musst 320, 40, 60, 80. Ach, deswegen mit den Zahlen. Jetzt traf ich das. Jetzt müsste es stimmen. Also jetzt solltest du die. Ja, yeah, die muss man nochmal neu auslösen, sobald die reinfliegt. Also die fliegt jetzt rein. Okay. Und jetzt. Oh ja, jetzt musst du durchlaufen. Jetzt durchlaufen. Einfach außenrum die ganze Zeit. Okay. Ja, hier kann man was hacken. Muss ich weiter im Kreis trotzdem? Ja, du musst weiter. Okay, und dann gleich durch die Tür, wenn lenkt. Weiter. Die hier? Ja, durch die Tür da. Die? Ja. Die ist verschlossen. Ich muss die hacken. Achso, die verschlossen. Ja, das sehe ich nicht. Oh, scheiße. Verbinde? Das sehe ich ja nicht. Oh. Virtueller Dietrich. Aha. Oh Gott. Schnell. Die Drohne wacht bestimmt gleich auf. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was? Okay, What the? Bewege das. Ich hab blau. Ja, das war richtig? So. Lass wieder los. Mhm. Zieh durch. Das Grüne. Hä? Wir haben es. Es sah so viel aus. Es sah echt viel aus. Es sah richtig viel aus, aber es ging. So. Okay, wir sind sicher, oder? Hier kann ich was hacken. Genau.
Cyberbombenkoordination. Da brauche ich irgendwie die Koordinaten, die ich eingeben muss. Steht da was dran? 42. 42. 37. 37. 20. 20. Ist das jetzt die Frage, ist das Nummer Bombe 1 oder 2, da weißt steht du das? Proxy SCB-2. Fuck, warte mal. Gib mir nochmal. 4-2? 4-2-3-7-2-0. Okay, ich glaube, ich kann aber noch nichts machen. Die andere müssen wir jetzt erstmal finden. Ich muss sie jetzt aber suchen. Bleibst du nochmal in dem Raum? Ich warte hier im Raum, weil draußen ist unheimlich. Ich muss sie nämlich suchen, okay, die ist ganz unten. Wir müssen auf die untere Ebene, dann kannst du jetzt den Weg erstmal wieder komplett zurückgehen. Ist die Drohne immer noch K.O.? Die liegt da, ja. Okay. Es bewegt sich nichts. Weil die hat so ein Reparatursymbol über sich, vielleicht repariert die sich. Ach so, obwohl, die also ruft bestimmt nach Hilfe. Also die liegt da bei mir einfach. Okay. Ah ja. Genau, und jetzt gehen wir nach ganz unten. Nice. Okay, jetzt lass mich kurz schauen. Ja, nicht ganz runter, da ist schon okay. Ja. Wo wir am besten lang gehen. Ich muss mal gucken, wo wir lang gehen. Geht das zu? Wait. Ich glaube, man kommt da nur durch den zweiten Stock. Kommt man hier nur durch den zweiten Stock? Ach du Scheiße, ja, wir müssen in den zweiten Stock. Okay, also wieder ins Hoch. Ja. Eins hoch. Da hinten müssen wir hin. Das ist der beste Weg. Okay. Also, du kannst jetzt mal geradeaus durch die Tür gehen. Genau. Und da wartest du jetzt aber noch weiter. Und stopp, da wartest du halt in der Ecke mal. Ich weiß nämlich nicht, wie lange, ob die Drohne dich da gleich sieht, weil die kommt eine Drohne jetzt gleich. Die warten wir erstmal ab. Okay. Okay, die geht zurück. Ich weiß nicht, ob die Drohne dich sehen kann, wenn die auf dem Rückweg ist. So die kommt gleich wieder, pass auf. Warte noch kurz. Ich sag dir, wenn du gleich laufen kannst. Ich sag dann jetzt. Jetzt. Lauf. Oh, rechts mich, in die Tür rein dann. Die sieht mich, der Balken. Echt, die sieht dich. Jetzt, okay. Jetzt. Und dann rechts in die Tür rein. Nee, okay. In die rechte Tür gleich. Die grüne, okay, hier. Die da, ja. Und genau, jetzt einfach geradeaus. Kommt keine andere Drohne? Nein, da kommt nichts, du bist sicher. Ja, okay. Aber vor der Tür, da darfst du nicht einfach rausgehen jetzt. Also ich bleib vor der Tür ja stehen. Warten. Ja, da wart's jetzt kurz. Ich muss mal gucken, welche wir jetzt eben pien, welche Bombe. Alter, ist die langsam, die Bombe. Oder die Drohne. What the fuck? Oh Gott, ich glaube, wir müssen die Drohne 5 EMPen, aber das Problem ist, das können wir nur machen, wenn die zur Seite ist, weil dann oben nämlich auch eine dich sieht. So, Moment, ich mache jetzt mal die 5 bereit. Ich muss die hier auf dem Boden platzieren und dann erst explodieren lassen. Dann müsstest du die aber auf dem Boden platzieren, so an der... Warte mal, wo ist denn die? In der Ecke dann. Siehst du die? Ich habe Angst. Die Drohne? Oh, die kommt gerade, ja. Ja, genau, die wollen wir erwischen. Wir müssen nur aufpassen, auf der anderen Seite ist halt auch eine. Ich übertrage dir die jetzt. Also die mal. Links wollen wir erwischen? Nicht die erste, die du angeguckt hast. Ich weiß nicht, von dir aus. Also von mir aus links war. Ist die gerade. Okay, warte noch. Wo muss ich denn die am besten hinwerfen gleich? Die so an die Ecke. Aber du kannst immer noch nicht gehen, du musst noch warten. Okay. Du musst noch warten. Die ist echt langsam. Du kannst jetzt. Jetzt kannst du platzieren, jetzt. Direkt okay, an die Ecke platzieren. Sag mir, wenn er wieder an der Ecke steht. Jetzt kannst du warten. Genau auf der Ecke. Warum geht die nicht, löst die nicht aus? Habe ich was falsch gemacht? Nee, ich muss sie manuell explodieren lassen. Achso, jetzt. Also, Kann ich raus, oder ist die andere Seite? Jetzt schnell, raus. Weiter. Okay. Und jetzt? Geradeaus. Ja, hoch. Hoch? Wie hoch? Ach, da. Also jetzt müsstest du gleich hoch können. Aber warte, lass mich mal oben gucken, ob da was ist, bevor du hochgehst. Ja, da ist nämlich eine Drohne. Pass auf, nicht dahin. Okay, wie kommen wir jetzt auf die andere Seite noch? Okay. Schau mal, wo die Drohne lang geht. Okay, wir müssen die ausschalten. Man kommt da nicht dran vorbei an der... Oh, ist ja echt in Singapur.
300. Cool. Okay, ich gebe dir eine EMP für die Drohne jetzt gleich. Okay, kann ich durch die Tür gucken oder ist gefährlich? Die dreht sich gerade weg, die Drohne, aber ich weiß nicht, ja, ob die kann nach hinten gucken. Passt, ne? Ach du Scheiße, hä? Wie soll man denn die auslösen? Ja, dann kannst du die ja gar nicht. Ja, doch. Wenn sie ganz hinten ist, kann ich kurz Tür auf durchwerfen und wieder weg. Sag, wenn sie am weitesten weg ist. Okay. Komm, die bist du vor die Tür? Also kann ich praktisch die Tür nicht werfen? Nein, oh, okay, jetzt kannst du, jetzt. Okay. Sag, wenn sie so nah wie möglich dran ist. Mhm. Jetzt. Ja, wir haben's. Nice, okay, weiter. Aber du musst jetzt aufpassen, weil da hier ist auch noch eine Drohne. Also hier nicht um die Ecke? Genau, noch nicht über die Ecke. Ich muss jetzt erstmal aufpassen und schauen, wie weit die vorbeikommen. Ich sag, wenn du laufen kannst. Wenn du läufst, dann gehst du gleich dann nach rechts. Weiter, geradeaus. Oh, nee, die sieht mich. Die sieht dich. Also geradeaus. Und jetzt gleich rechts die Tür rein. Okay. Ist sie sicher? Ja. Aber jetzt musst du aufpassen, jetzt gleich noch eine Drohne. Da ist noch eine Ogi. Ja, aber die kann ich nicht sehen, die kommt nicht darunter. Okay, die hat mir um die Ecke gesehen. Kommt da nicht runter. Ja, aber die können wir wieder ausschalten jetzt irgendwie. Hier links ist okay. Also ich schalte die gleich aus, ich muss sie übertragen. Oh, Gottes Willen. Pass auf, die ist da gerade. Oh Mist, ich hab die. Kannst du mir nochmal die schicken? Geht das? Ja, mach ich nochmal. Ich sag dir, wenn du gehen kannst. Jetzt kannst du da hinlegen. Ja. Und jetzt. Ja. Okay, einfach durchlaufen. Gott, wir müssen so viele Drohnen zerstören. Ist sie sicher draußen? Ja, das ist sicher, das ist nichts. Und da in die Tür. Und da brauche ich jetzt die Koordinaten. SCB-2. Warte. Miau, hast du mich gerade zum selben Ding nochmal geschickt? Hä? Also 4-2-3-7-2-0. Jetzt nochmal dasselbe? Wir sind wieder da, wo wir schon waren. Hä? Ja, ich glaube schon. 4-2-3-7-2-0. Ist das dasselbe? Ich glaube, das war dasselbe, ja. Hier steht auch SCB-2. Dann bin ich ein verwirrter Mensch und hab dich dann im Mann geschickt. Ist okay. Ich meine, wir haben jetzt alle Drohnen auf diese Ebene ausgeschaltet. Wait, du bist nach oben gelaufen, nicht nach unten, ne? Scheiße, deswegen. Das warte mal, dann gehen wir nochmal zurück. Ja, wir müssen nach unten, du bist nach oben gelaufen, deswegen wahrscheinlich. Ach so. Alles gut, wir gehen jetzt nochmal nach unten. Geh einfach da zurück, wo du herkommst. Okay. Wir haben ja noch die Drohnen aus. Alles gut. Die ist ja scheiße, oh, glaub ich. Die habe ich vergessen, die Drohne. Ah, ist okay. Okay, geh mal runter, ganz runter, dann haben wir die ganz unten noch nicht. Aha. Ich weiß doch nicht, wo wir sind. So warm, ist ein bisschen leid. Okay, jetzt müssen wir hier. Na gut, dann machen wir. Jetzt kann ich die ausschalten. Ah, dann haben wir die noch nicht. Hm? Oh ja, dann. Ich habe doch gesagt, irgendwie war der Weg voll kurz. Ich habe mich schon gewundert, warum der Weg auf einmal so lang ist. Ja. Vor allem. Ja, du musst einfach rein in die Tür, da kannst du jetzt rein. Kann ich. Einfach da rein. Die ist verschlossen, da müssen wir knacken. Heißt, wir müssen die Drohne erst kaputt machen. Okay, dann machen wir die Drohne kaputt. Übertragen. Ich habe mir noch so gedacht, boah, ich mach vor dem Weg da runter. Und dann sind wir hochgelaufen. Aber ich habe es nicht gesehen, dass wir hochgelaufen sind. Krass. Du müsstest das haben. Anna, die kommt aber gerade wieder. Ja, ich mach das. Pass auf. Oh, die kommt. Oh, nice. Okay. Nächster Hack. Ja. Hacking-Werkzeug verbinden. So stimmt. Okay. Wir hacken das. Komm, mit der Maus drauf. Okay. Sag mal, ach, das da, genau. Das davor. Und jetzt einfach durch. Durch. Also. Boah, die gehen erstaunlich. Ich hab gedacht, das wäre. Boah, okay. Ich hab auch gedacht, die muss man jetzt irgendwo hinpacken. Ich meine, dieses eine Ding, da musste ich mir so lange nachdenken. Also wirklich so lange. So, jetzt habe ich die aber. Okay. Jetzt haben wir die richtige. Das ist ne? Genau, das ist SCB-1, 4-1. Warte mal. Was hast du gesagt? 4-1. Also 4-1. 9-0. 8-5. Lokalisieren. Cyberbombe finden. Oh. Jo, wir neutralisieren die Bombe. Oh, okay, ich bin. Oh mein Gott.
Okay, wir müssen die Cyberbomb lokalisieren. Okay, dein Partner, du bist da oben, okay. Dann ist da eine Katze? Eine Katze ist bei der Bombe. Velcro-Katze. Diese Katze ist auf Folgen eingestellt. Können dir folgen? Bist du eine Cyberkatze, die mir folgen kann? Warte mal. Oh, was war das denn? Ich guck, ob ich dich gerade finde. Ah, ich sehe dich gerade auf so einer Kamera. Ja, irgendwie in dem Haus, da ist die Bombe. Aber wie kommen wir da rein? Ach, guck mal, da ist ein... Ich glaube, da ist ein Ding, was wir hacken könnten. Wenn ich das richtig gesehen habe. Ich weiß nicht, hier sind so Wi-Fi-Relays und da steht immer, man kann das irgendwie verbinden. Und pass auf, da sind aber Drohnen. Du läufst einfach durch. Ja, ja, aber das sind ja jetzt nette Drohnen. Hier, da müssen wir rein. So. Privateigentum draußen bleiben. Hier in dem Haus ist die Bombe drin. Aber wie kommen wir da rein? In welchem Haus ist die Bombe? Vor dem ich gerade stehe, ja. Okay. Suche statt drin. Oh, nee. Ach, ich kann hier Netzwerkelemente scannen, warte. Vielleicht finde ich da ein Passwort oder so. Ich habe hier, warte mal, ich habe so eine Drohne, die macht, glaube ich, das Lager auf. Vielleicht. Also die zieht auf die Tür. Die, hier ist so ein, Türverriegelungssystem. Achso, Netzwerkfrequenz. Dein Partner muss die Knoten scannen, um dessen Netzwerkfrequenz zu ermitteln. Kannst du das scannen vor dir? Ja, die Dinger kann ich hier scannen. Muss ich alles scannen? Warte. Nee. Kannst du denn nochmal vorgehen, damit ich verbinden drücken kann? Achso. Oder ich weiß nicht, was du da machst, aber... Ich kann irgendwie diese Netzwerkknoten lila machen. Ach so. Ich weiß nicht, was das passiert bringt. Denn, wenn du dich da vorstellst? Okay, nee, da passiert nichts, wenn du dich vorstellst. Ich mache einfach mal alle Netzwerkknoten lila. So, dann kann man sich ein bisschen umgucken. Hier vorne noch irgendwas. Zack. Ja, schick hier. Okay, pass auf, ja, pass auf. Sind bei dir, nee, warte mal. Sind bei dir Leute? Ja, hier sind Menschen. Pass auf, da muss unten, geh mal runter, da muss jemand sein, die heißt Felicia Mitembu. Mitembu. Oh, und wie finde ich? Weiter ach, unten. Ich kann hier Leute hacken. Wo? Ja, geh weiter runter, runter, runter musst du, runter. Da, ist die Richtung richtig? Mit runter? Ja, ist richtig. An der Hauswand steht die. Die? Weiter, nee, weiter noch. Nee. Noch weiter. Deine Hauswand. Ja, genau. Hinter dir jetzt. Ja, da. Ja, genau die. Ich hacke sie. Die muss in die Nähe. Okay, ich brauche. Oh, ja, da war gerade 1011. Ich kann irgendwelche Passwort. Ach so. Ja. Warte, ich mache einfach mal 000. Was steht da? Zwei korrekte Ziffern, zwei nicht korrekte Ziffern. Was steht jetzt da? Zwei korrekte Ziffern an falscher Position. Okay. Oh, wir haben es geschafft, oder? Ja, das Problem ist jetzt, die Person muss irgendwie in die Nähe wieder dahin kommen. Vielleicht muss ich jetzt warten, bis sie in der Nähe ist. Ich kann auch jemand anderen hacken, wenn hier jemand noch steht. Ja, aber die hat irgendwie diese Übertragungsfrequenz dieselbe wie das Lager-Ding. Ah ja. Und ich weiß nicht, ob die jetzt da nochmal hochgeht. Ich warte mal, ob die dann immer hochgeht. Ich würde die gerne, weil da steht halt, die soll in der Nähe sein. Wo sind die hin? Ist die hier? Nee, die ist hinten. Die geht jetzt gerade zum Lager. Ich drücke da jetzt gleich drauf. Ah, hier. Die Tür ist versperrt, sagt er. Oh, ist sie offen? Die offen ist die schnell. Kannst du rein? Kannst du rein? Ich bin drin. Oh mein Gott, sehr gut gemacht. Was auch immer du gemacht hast, perfekt. Ich weiß auch nicht, wir haben es irgendwie geschafft. Das war gut mit dem Einsamen. Ja, das war Felicia irgendwas, das war's. So, okay, dann ist es wieder Hacking Time. Okay. Okay, wie bitte? Hier. Hä? Das kann ich runterziehen. Okay, warte. Das kann ich runterziehen. Okay, das können wir, warte. Zieh mal das... Ja, das Blau. Nee, zieh mal das andere Blaue. Das Blaue. Ja, doch, das geht. Nee, das geht auch nicht. Das geht ja zurück. Ach so, aber jetzt kann ich hier so. Jetzt gehst du weiter. Boah, okay. Und, okay. Du musst jetzt das obere ganz nach links ziehen und das andere jetzt weiterziehen.
Also das Hauptding weiterziehen und ich ziehe das hier nach oben. Langsam, weiter, 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 weiter. Durch, 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 durch. Um Gottes Willen, um Gottes Willen. Haben wir irgendwie geschafft, ist okay. Alles ja, passt. Ohne Tod. Oh, jetzt hast du wieder so doppelt. Ah, die dürfen sich nicht berühren, okay. Also du musst die ganze Zeit verhindern, dass dich das berührt und ich muss was? Hä, ich muss was? Okay. Du musst das nach links ziehen und das nach rechts. Zieh das nach rechts, so viel, ganz nach rechts muss das, links muss das. Ist das hier? Ja, das da muss ganz nach links und dann muss ich den da machen. Okay, oh Gottes Willen. Oh, scheiße. Das da ist ja anstrengend, jetzt. Ja. Ja, ja. Und jetzt das untere wieder. Oh mein Gott, also das darf ich, das darf ich, okay. Das da oben können wir erstmal wieder so machen, warte mal. Die dürfen sich ja berühren, das ist... Aber warte, 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 mach, mach, mach. Ich muss das, ach, ich muss den da unten hier, Mann. Ja, 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 mach hoch, mach hoch. Ja, ja, und jetzt? Ja, muss immer wieder nach links ziehen. Ah, muss ich den wieder nach links ziehen? Ja, er muss ganz links sein, der andere auch. So. Aber du kannst, okay. Genau, ist okay. So doof, so aber doof, knappt, oh mein Gott. Aber ich klappt. Oh, hier, hier. Okay, okay, was haben wir hier, was haben wir? Eins, eins. Hä? Warte. Das kann doch einfach. Ah, darf das deins nicht berühren? Sich. Ach, deins darf es nicht berühren. Aber warum? Was mache ich jetzt? Hä? Oh mein Gott, warte. Ich war. Ja, lass mal los einfach. Ich mach das. Ja, warte, warte, warte. So, genau. Lass. Und jetzt, genau. Ah ja. Nee. Hä? Nee. Hä? Okay, okay, why? Zieh nochmal nach rechts. Okay. Warte, die lass das auch durch. Nicht, ich hab gedacht, ja, lass mal drüben. Und jetzt lass. Nee. Nee, das war jetzt falsch, glaube ich, oder? Lass doch einfach mal los und gucken, was passiert. Das geht einfach weiter, doch, oder? Kannst, ach, es bleibt stehen. Doch, ja, weil ich es gerade gedrückt halte. Du kannst ziehen und ich kann gleich unten das wegziehen. So, warte, warte jetzt. Ah, ja. Aber die 1 geht dann zurück, ne? Ja, ist okay. Ah, nee, boah, das habe ich halt gar nicht verstanden. Gut, dass du. Ich auch nicht. Ich glaube, nee, du hast die Lösung. Du hattest die Lösung. Deswegen sind wir zu zwei. Okay. Was ist jetzt hier? Ich habe die Bombe. Wenn du die. Okay. Hey, ich brauche eine Fernbedienung. Folge der Spur zum Remote-Schalter. Der Remote-Schalter der Bombe ist verborgen. Moment. Für Details auswählen. Okay, du musst wieder rausgehen. Kommst du da raus? Ja, ich bin kannst raus. Du den Knoten scannen? Siehst du den, der dir angezeigt wird, oder soll ich dich hinlotsen? Hier ist ein. Hier, die da. Oder nee, nee, nach links. Okay, du siehst nicht. Dann musst du nach links gehen. Es ist von dir links. Geh mal nach links. Wo gehst du denn hin? Ja, genau, da in die Richtung. Und jetzt am Haus hoch. Am Haus lang. Nee, andere Seite. Hier lang? Achso, das war die. Ja, ja, genau. Da müsste jetzt einer sein. Den kann ich scannen. Kannst du den scannen? Ja, verbinden. Kann ich verbinden? Ich weiß nicht, ob ich es verbinden sollte. Oder nicht. Hä? Jetzt noch mehr Netzwerkknoten, oder ist das der richtige? Der sagt irgendwie, dies. Ich bin, das ist jetzt irritierend hier. Moment. Moment, statischer Knoten. Statischer Knoten. Ich habe irgendwie das letzte Mal einfach irgendwie meinen scheinbar richtig ausgewählt. Ich weiß nicht wieso, aber. Boah, ist das so warm. Okay, ich muss mal ganz kurz vorlesen, was hier so steht bei mir. Schutz vor Eindringlingen. Der Remote-Schalter der Bombe ist verborgen. Dann klicke ich den an. Und dann macht er immer irgendwie so einen Strich auf dem Wi-Fi. Oh, ich hack gerade jemanden aus Versehen, sorry. Von dem. Und der zeigt mir aber dasselbe. Dann sagt er mir immer, der ist verbunden. Aber warum geht er in die Richtung?
Mach einfach mal alle Netzwerke. Ich habe ja nichts zu tun. Ja, ich suche gerade hier, was man alles machen gut, kann. Alles gut, alles gut. Kann man die Leute in der Umgebung, hat das mit den, was machen die Leute da in der Umgebung irgendwas? Also ich kann die halt auch wieder hacken oder das, also als Transmitter einstellen. Aber da stand bei mir, ich soll irgendeine Spur folgen zur Fernbedienung. Zur Fernbedienung, aber wer hat die Fernbedienung? Also wahrscheinlich liegt die irgendwo. Oder ist natürlich irgendjemand, der hier ist. Ich mach wir brauchen mal die halt irgendwie. Da ist ein Kleptomane, ob der das hat. Was? Ein Kleptomane, keine Ahnung. Man, die haben alle so. Der eine hat unterpolizeilicher polizeilicher Beobachtung, königliches Blut, nachweislich genial. Also die Bürger, also Besucher, haben immer so. Ja. Aber dieser eine Netzwerkknoten war der richtige, wo ich war. Scheinbar schon, ich weiß nicht wieso, aber scheinbar schon. Okay, ist der immer noch der richtige oder ist die Person weitergelaufen? Die ist immer noch. Die ist wahrscheinlich noch verbunden. Kann man die ändern? Ist hier bei diesem Netzwerkknoten. Gerade. Ah, deswegen. Wo ich gerade stehe. Heißt, hier steht eine Person. Schauspielerkarriere als Kind. Jordan Law. Wir können mal gucken, was passiert. Schauen wir mal, was passiert. Wie schwer kann er schon sein? Ja. Vier korrekte Ziffern. Oha. So, ich stelle mal als Transmitter ein. Vielleicht bringt ihr das irgendwas. Ja. Ansonsten ist hier noch Cindy Tay, beliebt bei den Nachbarn. Jetzt steht da wieder, um eine Verbindung mit diesen Knoten herzustellen, muss sich ein Transmitter mit derselben Frequenz in der Nähe befinden. Ja, okay, das ist ja dann nicht. Ich muss ja auf Toilette, Hilfe. Du kannst kurz auf Toilette. Warte mal, ich will mal diese anderen zwei wissen, wer die sind. Wie kamst du denn vorhin auf die Person? Das muss ja wieder dieselbe sein, oder? Ja, wegen der Frequenz war dieselbe einfach. Ist hier jemand mit der Frequenz? Ich suche gerade. Das Ding ist halt, das hat wieder dieselbe... 857. Ich suche gerade jemanden, der in der Nähe ist und da hingeht. Ja, Moment. Die sind halt alle nicht in der Nähe. Wie gelassen die beiden sind. Ja, ist ja nicht... Ist ja nur Singapur. Die ganze Stadt. Was will passieren? Wo ist der? Ach, der kann's hin. What the fuck? Der nah genug dran ist? Oh ja, ich glaube, ich hab ihn. Der kommt jetzt. Wo? Warum sagt der 457? Ah, ne, der läuft weg. Ne, der läuft in die falsche Richtung. Fuck. Das sind so viele hier. Kannst du vielleicht nach der Frequenz suchen auch? Hast du vielleicht Filterfunktion? Mm-mm. Hier laufen gerade zwei neue hin. Ich kann halt nicht auf die draufdrücken, leider. Achso, ich kann... Oh, warte. Was sehe ich schon? Hä? Siehst du denn, wie die Leute, was die für eine Frequenz haben? Ich guck mal. Vielleicht den nehmen? Nö, sehe ich nicht. Okay. Ich kann die halt nur hacken. Aber hier ist eine Person, die viel hin und her läuft. Warte, ich kann die ja einfach mal hacken. Die läuft immer wieder rein und raus. Okay. Das war ja vorhin auch so. So, ich mache wieder Netzwerkschlüsselzeug. Ich bräuchte dann, wie viele richtig sind und wie viele falsch? Drei richtig. Und eine ist nicht korrekt. Okay. Zwei nicht korrekt jetzt und zwei richtig. Zwei richtig, okay. Zwei korrekt und zwei an der nicht, also zwei korrekte an falscher Position. Ich hätte eventuell jemanden, aber die ist sehr weit weg. Ich weiß nicht, ob es ausreicht.
Zwei korrekte und zwei an falscher Position wieder. Hä, was mache ich falsch? Ansonsten, ich hätte jetzt eine andere Person. Ich will die noch hängen. Ah, jetzt. Die hat okay. Halt die falsche Frequenz, die hat nicht die okay, richtige wo ist die Frequenz. Person? Die ist jetzt da in deiner Nähe, ja. Oh fuck, jetzt habe ich die nicht verloren, weil du auf. Oh nein, ich habe die verloren. Ah! Fuck. Mann, oh. Ich habe die Person verloren. Ach, hier. Das ist Annalie. Da, wo bist denn du gerade? Beweg dich mal, möchte ich sie. Da und jetzt andere Richtung gehen, andere Richtung. Da? Geh mal runter, weiter. Die Person da vor dir. Die auf mich zukommt? Nee, wieder zurück. Die steht da einfach. Ja, vielleicht Annalie, ist sie. Ich weiß halt nicht, ob es zu weit weg ist. Kann sein, dass sie zu weit weg ist, aber es wäre ein Versuch halt. Okay. Ja. Dann probieren wir es nochmal. Wie viele? Okay, zwei korrekte und zwei nicht korrekte. Zwei korrekte und zwei an falscher Position hast du. Ja. Anwenden. So. Okay. Hä, wieso hat die auch 400? Habe ich die falsche? Okay. Das war die falsche. Die genau die daneben müssen wir haben. Scheiße. Okay. Aber das sieht man nur so schlecht, so klein. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das ist und? Wahrscheinlich. Ich glaube auch, die ist zu weit weg fast. Zwei korrekte, zwei nicht korrekte. Zwei korrekte, zwei an falscher Position. Wieder an falscher Position. Ja. Ah, jetzt. Jetzt schon. Okay. Ist das nah genug? Verbinden. Ich glaube, das. Hat das geklappt? Ist verbunden, oder? Hä? What the fuck? Ich raff das nicht. Das ist wirklich, das ist mein Endgegner hier. Also die scheint aber verbunden. Und ja, verbinden. Finde die Cyberbombe und greift jetzt drauf zu. Ah nee, die Show wird animiert. Ich habe jetzt, glaube ich, irgendwas anderes gemacht, oder? Ja, hier ist gerade eine coole Show. Ja, yes, ich habe dir eine Show angemacht. Naja, immerhin etwas. Na, schön. Ja, jetzt ist sie weg. Ah, wait. Warum kann ich das? Also, es ist auch ganz sicher der Knoten hier, wo wir irgendwie die Verbindung herstellen. Wie hast du das erkannt? Weil das. Der sagt mir, der Remote-Schalter der Bombe ist verborgen und wenn ich da drauf drücke, dann macht der irgendwie mal so Blitze da drauf. Auf die Stelle hier. Ja, genau, auf die Stelle. Hier gibt's die Person, die läuft hier ganz suspicious rein und raus. Ja, wir warten mal, ob da wer lang. Da kommt doch jetzt irgendwer lang gelaufen. Wer ist das? Das ist die Frage, wer ist das? Das ist Anna. Wie heißt die? Snyder. Anna S-N-I-Y der. Anna Snyder? Snyder? Nee, die hat aber 969. Und das hat ja jetzt 857. Bei dem hier wird nicht mal angezeigt, was der sein soll. Ja, und den da steht 969. An dem steht nichts dran. Das ist suspicious. Das muss. Verstehe. Wie viel richtig, wie viel falsch? Zwei falsche Positionen. Achso, zwei richtig, zwei falsche Positionen. Okay. Ja, dann gehe ich die wieder alle durch. So, was hat der? Ja, die richtige, die ich weiß nicht, wer das ist. Aber der geht richtige. Aber ganz weit weg. Ja, aber der kommt hier gleich wieder zurück. Echt? Der ist halt ganz in ja, anderen der, Ende der wird irgendwann wieder hierher kommen. Und ach, wenn er die richtige Scheiße. Frequenz hat. Ja, hat er. Ja, dann warten wir mal. Dann warten wir ein bisschen. Ey, der ist ja ganz weit weg. Jetzt komm her. Boah. Junge, die Hitze. Hier unten bei Windows steht schlimm. Bei mir gerade einfach nur Gewittergefahr. Echt? Ja, hier wird es wohl gewittern. Das wird krank. Oh. Ach du Scheiße, ich habe Angst vor Gewitter. Hihi.
Peng. Mhm. Der geht nochmal zurück, der Typ. Hallo, was ist mit dem? Also gerade eben war hier, der kommt zurück. Ach, komm. Deswegen habe ich den nicht gefunden, weil der einfach auf der anderen. Ich guck die so durch. Und da war der halt ganz hinten auf der Karte. Ach du Schnee, das kann der ja nicht sein. Gewitter, ja, let's go. Ha. Ja, hoffentlich dreht er auch dieselbe Runde wieder. Oh, Eis wäre geil. Mm. Ey, ich habe vorhin Eis gegessen. Ich habe noch Eis. Ich habe so Eiskonfekt. Oh. Auch ganz lecker. Lecker. Was mache ich jetzt? Wo kriege ich mein Eis her? Für Overwatch? Oh Mann. Sonst halte ich das nicht aus. Dann muss ich wohl bei Flink bestellen. Naja. Mir bleibt keine Wahl. Ich würde es dir abgeben, wenn bis dahin es geschmolzen ist. Ja, das schmilzt halt innerhalb von ein paar Sekunden der Zeit. Der kommt nicht, der geht wieder weg. Also, ja, der braucht, der kommt. 100%ig. 1 Million%ig. Okay. Oh. Boah, magst du dieses... Hast du schon mal dieses... Oh, er kommt. Ist er das nicht gewesen? Nee, der kommt nicht. Das ist ein anderer. Hast du mal dieses vegane Magnum probiert? Nein. Das schmeckt mega geil. Das schmeckt besser als das normale Magnum. Muss ich mir mal holen, wenn du das empfiehlst? Ich empfehle das. Keine Werbung. Ja. Einfach so. Klingt gut. Ich mag Magnum-Eis an sich eigentlich auch ganz gerne. Ich mag halt dieses... Es gibt ja welche so mit... Also mit Nussstücken drin. Und ich mag die auch sehr. Ja. Das Vegane ist auch mit Nuss. Oh ja. Perfekt, für dich geeignet. Jetzt komm nur hier runter. Hast du dieses Kinder Bueno-Eis mal probiert? Kinder Bueno-Eis? Nee, als Eis nicht. Naja, die gibt's jetzt auch. Da sehe ich immer Werbung überall. Schmeckt auch ganz okay, aber ich mag Magnum mehr. Ich glaube, das wäre nichts für mich. Was sind dein Lieblings-Eis so zum Kaufen? Also es gibt halt Eis. Die Eisdiele ist halt Top-Tier. Ja, also wenn ich Eisdiele gehe, hole ich mir Spaghetti-Eis. Oh. Das finde ich voll lecker, mag ich gerne. Holen wir mal 2 Kugeln. Ja, sowas auch gehen, aber Spaghetti ist halt so geil. Okay. Hä, der kommt schon wieder. Also, der kommt halt sicher. Der war ja schon einmal hier. Der kommt. Der kommt hundertprozentig. Der kommt hundertprozentig. Gibt's noch einen anderen Eisbecher, den du feierst? Ich mag gerne Erdbeereis, wenn es aber wirklich so nach Erdbeer schmeckt und nicht so künstlich. Mhm. Und so frische Sorten irgendwie auch gerne. Boah, wie stehst du zu einem After-Eight-Becher? Ist das bäh für dich oder Ich mag es. Das Problem ist, ich kann da nicht so viel von essen. Ja. Mir ist das immer zu viel einfach. Ich finde, so eine Kugel reicht mir. Ich finde halt so, das wäre mir zu viel. Ja, es ist aber echt so viel. Mag ich das aber, ja gerne, weil das ja so frisch ist. Nee. Also ich mag After-Eight so nicht, aber ich mag das Frische beim Eis halt. Ach, okay. Warum? Das war nur meine Frage, weil viele Leute After-Eight nicht mögen. Aber ich mag das irgendwie. Ja, ich weiß nicht, das ist so ein Ding, ich kann das nicht so viel essen. Ja, aber das kann man ja auch, also ich glaube, dafür ist es auch nicht gedacht. Nö. Ich habe, meine Oma hat mir letztens 2 Packungen geschenkt, das heißt letztens von dem Jahr oder so, weil ich das früher mal so gern gegessen habe, aber mittlerweile esse ich gar nicht mehr so viel Süße. Ich weiß nicht, wie gesagt, kann ich nicht mehr so viel. Ich habe gedacht, du wärst zu. Dann sind die halt echt. Ja, doch schon, aber nicht so. Ich kann ja nicht so Süßigkeiten irgendwie so viele essen. Ah. Das kann ich nicht. Also eher so in Getränken. Also eher Säfte, ja, sowas. Aber so, weiß nicht, Süßigkeiten gar nicht so. Ja. Naja, auf jeden Fall stand es denen echt schade, ist diese After Eight wirklich abgelaufen, weil ich nicht dazu kam, sie einmal zu essen. Ja, irgendwie After Eight mag ich. Boah. Ja, und als Eis ist sowieso noch geiler. Ja, ich mag Eis im halt Sommer dieses, ist halt mega geil. Was so frisch schmeckt, ne? After Eight ist ja wirklich geil als Eis. Als Eis noch besser. Oh, boah, hier in der Stadt, es hat so ein geil. Normalerweise bin ich nicht so der Sobe-Fan. Aber es hat so eine Eisdiele, die nur selbstgemachte Sobes hat und die sind alle so lecker. Okay. Es ist krank. Hier hat jemand so Cat Ears auf. So. Diese Kopfhörer, die sind süß. Ich habe das Gefühl, meinst du, ich kann zur Toilette gehen und dann kommt der gerade da runter und dann kann ich nicht drücken mit verbinden, ja super. Wo ist denn der gerade? Der ist die ganze Zeit nur an derselben Stelle da oben, dümpelt der überall rum. Der kommt nicht einmal hier runter. Aber ich habe ihn doch gerade, also er muss doch zurückkommen, oder?
will auch Toilette. Oder Eis, was von beiden. Mach jetzt eine Umfrage. Ob die Leute After Eight mögen. Ich verstehe das nicht, was die hier von mir wollen. Wir machen Umfragen. Du kennst dich auch besser mit Twitch aus, oder? Mann. Ja. Warte mal, der hat gerade irgendwie sowas angezeigt, was über die Bombe gegangen ist. Ich weiß nicht, hätte man bei der Bombe jetzt was machen müssen? Meinst du, du musst den klicken, wenn er an der Bombe vorbeiläuft und den damit? Mhm, ja. Ja, du hast das. Ziemlich schön in Singapur. Gefällt mir der Ausflug. Wie macht man Umfragen auf Twitch? Weißt du das, Mia? Irgendwie in einem Overlay oder so, glaube ich, ist das. Okay. In dem, wenn du dann ins Dashboard gehst. Ja, okay. Ich guck mir das mal an. Ich kann gerade alles verbinden. Show wird animiert. Oh mein Gott, ich bin jetzt richtig... Du bist Mega-Hackerin geworden. Ich habe hier so eine andere Tür hier aufgemacht. Sag mal, kannst du in eine andere Tür noch gehen? Probier mal aus, ob du da noch rein kannst. Geh mal nach da ganz hinten auf diese andere Insel, über die Brücke. Da hast du gerade eine Tür aufgemacht. Weiß ich nicht, kann sein. Oh, jetzt nicht mehr, glaube ich. Glühwürmchen-Show habe ich angemacht. Oh, jetzt ist sie wieder zu. Oh, ich glaube, ich habe die wieder zugemacht. Ich glaube, die ist wieder zugegangen. Ah, das ist der Transmitter. Aber der läuft jetzt in die Richtung. Oder? Ich verfolge dir mal. Boah, das sieht aus, als würde er jetzt wieder hinlaufen, wo er herkommt. Obwohl, vielleicht läuft er im Kreis. Ja. Ja. Er guckt den Brunnen an. Ich kann Sachen machen, tatsächlich, wenn der mal überall... Oh, jetzt glaube ich, verstehe ich das langsam. Boah, ich glaube, ich verstehe das jetzt langsam. Oh mein Gott. Sehr gut, sehr gut. Der geht nämlich jetzt, glaube ich, zurück. Das Warten hat sich gelohnt. Aber das ist die Tür. Das ist die Tür. Ja, er geht da hin. Er ist ultra nah. Wenn er jetzt nicht... Oh, er dreht um. Aber du kannst in die Tür da rein, glaube ich. Welche von denen? Jetzt links. Obwohl, nee, die geht nicht auf. Die ist nicht aufgegangen. Oh. Er läuft Richtung Bombe, glaube ich, oder? Nee, er läuft zurück. Ja, aber nur dieses... Das so. Problem ist, dieser Einzige, der das... mit dem ich das... machen kann, ist halt dieser, der da hinten war, weißt du? Das war der halt. Okay, ich verstehe das echt nicht. Warte, vielleicht, ich meine, boah, denkst du, der kommt jetzt zurück, sobald wir... Ich meine, ich habe den gehackt, ich kann jetzt jederzeit zu dem wechseln. Soll ich noch irgendwelche anderen Leute ausprobieren? Mann, immer. Oder denkst du, der überlegt sich das nochmal und kommt hierher? Ich kann ja mal gucken, ob da noch wer anders lang geht und dir Bescheid sagen, dass du den dann hackst. Orion Tolkien, ich raste aus. Hm? Hey, der holt sich einen Hotdog. Ja. Oh, ich muss auf Toilette. Ich glaube, du kannst auf Toilette. Meinst du, ich kann? Du kannst auf Toilette, der holt sich gerade einen Hotdog. Warte. Ich guck mal, was er jetzt macht. Und wenn er jetzt nicht über diese Brücke geht, dann kannst du auf jeden Fall auf Toilette. Junge, okay, bleib stehen. Geh. Du hast das. Oh, okay, Mia war schon weg. Orion Tolkien hat gar keinen Bock. Ich meine, sie läuft hier auch ultra regelmäßig durch. Ich glaube. Ich glaube, ich hack sie einfach. Oh, wo ist sie hin? Die hier, oder? Ich glaube, ich hack die einfach mal. Ich soll im Miau Stream reingucken. Ist das nicht illegal? Machen wir. Okay, ich bin wieder da.
Also das kann doch nicht sein, Zappa. Das kann doch nicht sein, Zappa. Oh. Du bist da. Ich guck mal, ob da jetzt Leute lang gehen. Da kommen zwei Leute jetzt runter an dem Teil. Wer ist denn das, die da runterlaufen? Also ich kann dir Namen geben und du kannst dir einfach nachgucken, oder? Da hinter dir kommt der jetzt. Wer kommt der läuft hinter dir lang. Ja, da läuft jemand lang, da wollte ich wissen, wer das ist. Der ist da unten, der geht über die Brücke. Der lang? Den Namen. Der, wo ich gerade dran bin? Ich hoffe, es war der, ja, kann sein. Ich hätte einfach mal. Oder willst du einfach nur Namen? Warte, ich gebe dir einfach nur den Namen. Name ist Darshini Yeo. Y. Darshini Yeo. Darshini Yeo. Nee, der hat auch falsche Frequenz. Okay, ich hatte da gerade jemanden Interessanten, den ich hängen wollte. Vielleicht ist sie noch da. Die habe ich immer wieder beobachtet, wie sie immer wieder durchgekommen ist. Wo ist sie hin, ist die Frage. Hier, was ist mit Victor Zau? Oh mein Gott, der Typ, der ist ganz schön nah jetzt. Oh mein Gott, der ist voll nah. Wo ist denn, wo in der Nähe? Ja, aber nicht nah genug. Okay, guck mal, Victor Zau. Victor Zau, ja, warte. Nee, hat auch nicht die richtige Frequenz. Okay. Hier, sie war's. Angela Liu. Angela Liu. Die kommt hier immer wieder durch. Auch nicht. 849. Okay, dann ist hier noch Charlotte Zeng. Charlotte. Charlotte Zeng, auch nicht. Okay. Hier sitzt auch die ganze Zeit Jordan Lowe. Wo ist der Jordan? Jordan. Ich nehme auch den hier mal. Der Typ kommt her. Nee, oder wen? Oh mein Gott. Bitte, komm runter. Ja, das ist ja unser Typ. Er ist falsch abgebogen. Nein, nicht sein. Kann man den irgendwie nicht. Oh, warte, er bleibt stehen. Vielleicht überlegt er sich anders. Er kommt zurück. Ja? Nee. Ich blockiere den. Du kannst den nicht durch. Nein, du kommst hier nicht durch. Scheiße. Aber er ist in der Nähe. So nah war er noch nie, oder? Also war der? Ja, der war noch nie so. Oh, du hast gerade so eine Show am Boden angemacht. Ja, ich habe gedacht, ich mache mal wegen gegen die Langeweile, kann ich das aktivieren. Boah, jetzt will er Pommes. Der hat schon einen Hotdog gehabt. Junge. Boah, der falsch gerade. Okay, er geht wieder. Okay, was ist mit. Oh, der Sass. Der hat keinen Namen. Ich muss den hacken, damit wir wissen, wer das ist. Oh, okay. Ja. Das ist interessant. Und? Zwei an falscher Position. Wie immer. Das Minigame ist echt nervend. An falscher Position. Schon wieder. Ja. Ah, Mark jetzt. Wang. Was hat er für eine? Wie heißt der? Mark Wang. Und ich meine, du bist verbunden. Hat er nicht. 195. Aber warum sind hier ein paar Leute, wo wir nicht mal den Namen sehen? Die sind mir am sassesten. Das ist schon sehr. Warte mal. Die nicht. Hocken alle da hinten mit der richtigen Frequenz. Was soll das?
Wo ist denn unser Typ eigentlich? Keine Ahnung mehr. Oh, nicht in der Nähe. Kannst du den irgendwie orten, den Typen? Sehe nicht mehr. Ach so, weil du den anderen gehackt hast, ja, deswegen. Ja. Oh ja, ist der hier nicht. Den vergesse ich nicht, wie der aussieht. Ich hack jetzt einfach weiter Leute, bei denen kein Name dran steht. Eine nicht korrekte Ziffer. Eine nicht gar nicht korrekt? Oder ja. Falsche Position? Nicht korrekt. Und jetzt? An zwei an falscher Position. Ja, hast du weiter falsch. Was hat der für eine Frequenz? Passt die? Oh, der hat die, der hat die. Oh mein Gott, okay. Ist er jetzt schon zu weit weg? Boah, weh, der kommt auch nie wieder zurück. Der stand gerade direkt davor. Ich hab doch verbunden. Warum geht das nicht? Ah. Jetzt hat die Position geändert. Dein Partner muss diesen Knoten erneut scannen, um dessen Geheimfunktion zu ermitteln. Kannst du scannen? Das Ding hier unten? Oder welchen? Unten der. Weiter unten. Ne, andere Richtung. Das andere unten. Ja. Runter. Der da? Weiter. Noch weiter? Ja. Was passiert jetzt? Es hat gedüttet. Warnung, Cyber hat ein Team eingeschaltet. Oh. Oh ja, du musst. Oh mein Gott, Hacking Erfolg. Pass auf, das kommt alles auf dich zu! Oh mein Gott, lauf los. Ja, wohin denn? Bleib. Ja, da bist du gut. Ja, da bist du. Da ist jetzt aber nicht über die Brücke gehen, da jetzt sind Drohnen. Hier bleiben. Ja. Die kommt zu mir, die Drohne. Oh, die kommt zu dir, lauf weg! Ich weiß nicht, was ich jetzt machen muss. Ich bleib einfach von den Drohnen weg. Von Cyber gehackte Drohnen, ich kann da nichts machen. Scheiße. Kannst du irgendwas machen? Nö, wahrscheinlich müssen wir den Alba weiter aus. Hast du einen neuen Punkt, den wir verfolgen müssen? Brauchen wir eine neue Frequenz oder sowas? Pass auf, die drum kommen. Ja, ich weiß, ich sehe die. Ich weich den aus, aber jetzt wird's unentspannt. Wo bist du denn überhaupt? Ach, da. Also ich denke mal, wir müssen den Punkt da oben jetzt neu machen, oder? Welche Frequenz brauchen wir da? Hast du jemanden mit dieser Frequenz? Und oh, das ist die Drohne, Mist. Ich muss ausweichen. Unten, verborgen. Das ist eine Drohne. Oh mein Gott, auf mich wird geaimt. Bin ich tot? Hä? Okay, da waren gerade Roboter. Das ist gerade ein bisschen komisch hier. Okay, ich bleib hier mal im Haus. Okay, finde die Cyberbombe und greife auf sie zu. Die haben wir doch hier. Kann nicht geöffnet werden. Hä? Hä, Bob? So, okay, hast du also die meinen immer, dass hier eine Spur hinführt, aber ich kann hier gerade nicht raus, weil hier eine blöde Drohne vor meiner Haustür ist. Okay. Weißt du, wo muss ich hin? Du kannst gerade gar nicht hin, weil die alles voll ist da. Hä, die schießt durch die Wand auf mich. Hey, du kannst aber auch nirgendwo hin gerade. Wie blöd ist das denn? Ja, ich warte, bis sie vorbei ist. Sie hat mich, glaube ich, gesehen. So, aber wo müssen wir denn gerade hin? Du musst einen Knoten scannen gleich. Und der ist rechts von dir. Aber du kommst da nicht hin, weil es komplett voll alles da. Ja, warte. Ich sehe ja Konturen von der. Geht die gerade weg? Ja, die geht gerade weg. Ich muss sie nur einmal aktivieren und den Rest kannst du machen, oder? Ja, ich sollte das dann hoffentlich. Da steht nur, dass du das scannen sollst. Ja, ich guck mal. Die müsste halt ein bisschen mal weggehen, aber die chillt gar nicht. Okay, wenn er nach rechts geht, muss ich irgendwie mich in einem anderen. Jetzt kommt die Drohne auch wieder. Ja, die ist jetzt weg. Ich gehe jetzt einfach durch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nö, die hat mich erschossen wieder. Hä, wie komme ich da raus? Hä, wie kommst du da wieder raus? Ich weiß nicht, wie ich da wieder rauskomme. Naja, warten wir. Was sagst du zu Kaktuseis?
gehacktes Eis, das was knispert, oder? Mhm. Ja. Ja, ist auch so erfrischend, ist okay. Ja, ist okay, ja, finde ich auch nur, also okay. Ist okay. Okay, ist jetzt halt nicht, wo ich jetzt davor stehe und direkt kaufen will, das ist ja, vielleicht same, ein Angebot, ne? Krass, normalerweise sagen alle Kaktus. Jetzt raus und nee, jetzt ist zu spät, glaube ich schon. Oh, nee, fuck, die hat mich gesehen. Die hat auch Augen im Hinterkopf. Oh, jetzt hat sie mich schon. What? Ja, jetzt schießt mich wieder durch ihr Band. Scheiße. Das kann doch nicht sein. Warte mal, was mache ich falsch? Hier einfach direkt raus. So. Oh, und jetzt war hier eine Drohne. Okay. Aber du bist draußen, okay. Ja, ich war draußen. Ich muss einfach direkt losspringen. Geh geradeaus, okay. Geh andere Richtung, Oh nein, da kommt auch eine Drohne, Ich bin eingekesselt, Ja, ich weiß nicht, wie und da ist die andere! Ich kann da nicht durch! Okay, ich muss einfach auf den Lucky Spawn. Renn geradeaus, okay. Einfach hoch, ja, hoch. Genau. Ja. Da kommt eine Drohne, pass auf, ne? Ja, bieg die ab, oder kommt die zu mir? Die siehst du aber, ne? Ja. Nee, bisher kommt sie nicht. Okay, und jetzt? Okay, kannst du runterlaufen. Ja. Kannst du das hacken, was vor dir ist? Das da? Schnell, du musst immer weg, jetzt über die Brücke, weg. Hab's gehackt. Ja, da kannst du jetzt, ich weiß nicht warum, aber da könnte man jetzt ins Tor rein. Aber ich weiß nicht wofür. Ja, von dem Haus. Der zeigt mir, vorhin hat er mir so... Ach so, warte, ich muss in dieses Haus rein? Ich weiß es halt nicht. Eben hat er mir noch so eine Verbindung angezeigt, aber jetzt ist hier keine Verbindung mehr. Es ist voll seltsam. Da kommst du halt auch nicht rein. Warte mal, ich versuche nochmal zu gucken, was die... Jetzt sagt er mir wieder gar nichts mit der Bombe. Jetzt ist das schon wieder alles weg von vorhin. Kann doch nicht sein. Ich versuche dir zu erklären, was ich sehe. Die Stadtdrohnen sind halt gehackt, da sehe ich nichts mehr. Du bist ja ganz hinten. Ich sehe immer noch diese Wi-Fi-Dinger. Und da ist immer noch dieser eine, wo wir am Anfang waren, wo wir ja versucht haben, den rauszufinden, wer das aktivieren kann. Ja. Ja, das zeigt mir nur immer noch diese blöde Bombe an. Also der sagt mir auch immer noch, finde die Cyberbombe und greife auf sie zu. Hier bei dem, wo ich gerade bin, führt es gerade hin. Ja, genau, bei dem hier. Aber... Ah, jetzt... Okay, kannst du den jetzt hacken? So. Okay. Was jetzt passiert? Ich muss vor Drohnen abhauen. Okay. Hast du jetzt mehr? Ist jetzt mehr aufgetaucht? Ich habe einfach alles nochmal gehackt, was wir vorhin gehackt haben. Okay, das untere, hast du das auch gehackt? Welches untere? Das hier. Pass auf, Drohne. Ja, okay. Das ist echt stressig. Jetzt ist es wieder verbunden, alles so miteinander. Okay. Dann springe ich wieder raus, geradeaus. Und okay. Jetzt, und dann... Nee. Wenn, hä? Jetzt ist wieder alles verbunden, also so eine dritte auch. Ist jetzt immer noch alles verbunden. Und die dritte sagt mir wieder, der macht diese Tür auf zu diesem, gegenüber zu dem Haus. Okay, also warte, hier kommt erstmal diese Drohne, die muss ich abwarten. Ja, und dann muss ich da runter. Außen rum und die hacken und dann kannst du mir... Ja, genau, und da unten jetzt. Ja, der. Da, und dann ist das Haus so. Welches Haus? Das hier? Ja, da, genau, dieses Haus da. Aber wo ist der Eingang? Oh Gott, da ist eine Drohne. Ach da, okay. Ah. Hast du es offen? Aber ich glaube, da musst du nicht rein. Ich glaube, ich habe eine neue, was Neues gefunden. Nee, hier muss man rein. Aber sie erschießt mich jetzt durch die Wand, glaube ich. Ja. Aber du musst da rein? Ich muss da rein. Was ist denn da? Da kann man hacken. Ah. Okay, ist immer noch alles verbunden? Ja, die Tür ist noch offen. Okay, ich muss Drohne abwarten. Ach, die Tür ist auch noch offen. Also ich muss es gar nicht neu hacken. Die ist offen. Da kannst du direkt rein. Okay, hoffe ich, dass sie mich nicht sieht. Und jetzt können wir hier angeben. Hä? Nee, hier ist ein Schloss, aber ich kann es nicht anklicken. Okay. Okay, vielleicht war das doch falsch. Okay, wohin müssen wir jetzt? Okay, dann müssen wir jetzt was anderes hacken. Oh, shit. Als ob. Krass. Boah, das letzte Level ist echt kacke. wo bist du denn jetzt? Jetzt bist du wieder da. Wir müssen... Nee, das geht auch nicht so verbinden. Hier bin ich da kannst du aber nichts machen mit. Vielleicht mache ich das auch falsch. Vielleicht denke ich auch falsch hier. Aber das schickt mich auf... Doch, da müssen wir hin. Wir müssen... Das ist super doof. Weil da die ganze Zeit diese Frau ist. Aber das Ding dafür ist direkt da unten bei der in dem Haus auch.
Warte, also da wo ich in der, vor der Brücke wo? In der Nähe. Vor der Brücke in der Nähe. Aber pass auf, da sind Drohne. Müssen wir wieder hacken, so ein Ding. Also wieder dasselbe Ding? Nicht dasselbe, ist ein anderes, aber wir müssen das irgendwie hacken. Also über Kannst du über die Brücke? Genau, weiter. Jetzt musst du aufpassen, da kommt, ist eine Drohne, ne? Da siehst du ja. Aber da, wo die Drohne gerade ist, das musst du hacken. Ne, das ist da drüber. Ist der gerade free? Das hier? Oh, die kommt. Ne, die, genau das andere. Oh. Das ist halt die Frau, ich will hier weg. Oh, lovig. Okay, jetzt haben wir das gehackt, das muss ich mal schauen. Die Bombensicherung ist ein. Hä? Was? Da steht, die Bombensicherung ist ein. Also an, ein. Ja. Und jetzt? Müssen wir jetzt zurück zur Bombe oder hast du einen neuen Pfad? Wahrscheinlich oder? Müssen wir wieder in die Bombe, ja. Kannst du die Bombe irgendwie anklicken? Also, dafür muss ich halt wieder an dieser komischen Roboterfrau vorbei. Wo ist sie gerade? Da. Die ist einfach vor der Tür, die ganze Zeit. Oh mein Gott, muss ich hier was machen wieder? Aktivieren. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ey, ich kann nicht mehr. What the fuck? Warte auf Partner. Moment, ich hab gerade einen Raid. Das ist gerade zu laut, warte mal. Die Musik ist zu laut. Ich höre dich nicht. Oh Gott. Jetzt höre ich dich wieder. Okay, ich kann Bombenentschärfungstool öffnen. Oh, okay. Ach du Kacke. Für dieses Modul ist ein Passcode erforderlich. Was ist ein Passwort? Ich brauche einen Passcode. Vierstellig. Und ich habe hier eine Seriennummer. Brauchst du eine Seriennummer? Seriennummer. Nein. Ich habe einen Passcode-Codierer, der zeigt mir manchmal 2971. Was ist das? 2971. Mhm. Okay, habe ich entsperrt. Okay. Ich habe elektrische Ladung. Anzahl Buchstaben in der Seriennummer. 2, 3, 4, 5. Ich habe eine Seriennummer. Was? Okay. 2, 3, 4, 5? Nee, die Seriennummer ist 6, 3, 7, 2. Und hat davor noch Zahlen. Dumm. Ja. Okay, ich brauche für irgendwas noch. Netzwerkports brauche ich auch noch einen Passcode. Für. Okay, ich habe Port 1, Port 2, Port 3, Port 4. Nee, ich kann das gar nicht bearbeiten, bis ich einen Code habe. Okay, finde die einzige nicht durchlaufende Nummer in jeder Spalte. Okay, Moment. Okay, erinnerst du dich an Zug? 495, doch, ich habe den Netzwerkport. 495? 495. 646? Boah, nee, das braucht nur 4 Stellen, das ist, glaube ich, falsch. Ach so. Obwohl, okay. 495, 6. Es ist eine lange Zahl. 6, 5, 6. Nee, 6, 4, 6. Passt aber auch nicht. Okay, das ist so eine lange Nummer, die ich dir geben könnte. Okay, ich meine, wir können auch erstmal die anderen Spiele machen. Also, was heißt Spiele? Ich habe hier ganz viele verschiedene. Ich habe hier voreingestellte Parameter, kann ich bearbeiten. Ja, habe ich auch. Da habe ich 1, 2 und 3 und verschiedene Symbole. Ah ja, was für Symbole ist bei 1? 1 ist so ein kleines, ja, ein Viereck mit so 2 Strichen auf jeder Seite. Ein Viereck mit 2 Strichen auf der Seite. Ja, so quer, die sind so wie so Augenbrauen. Ja, oder wie ein geschlossenes Auge plus Augenbrauen. Genau, wie so ein Gesicht insgesamt, als quadratisches Mund, ja. Das macht so. Ja. Okay. Was ist bei 2 drin? Oh, wie erkläre ich denn das? Das ist ein schräges Z? Ein schräges Z? Ein schräges Z? Registriert. Herzschlag. Ah, ein Herzschlag, ja, habe ich. Das 3 ist. Es sieht aus wie ein Viereck, aber wo irgendwie der Rand fehlt, wie wenn jemand den Rand weggemacht hat. Und ein Strich drunter. Also links fehlt der Rand? Links fehlt der Rand, ja. Okay, bestätigen. Wir haben es geschafft. Das erste Modul von sehr vielen. Nein. Elektrische Ladung, hast du das? Ja. Da habe ich so ein Feuersymbol. So ein. Ich kann hier nur Zahlen eingeben. Ach so. Ich habe Anzahl Buchstaben in der Seriennummer. Ah, warte, ich kann die Seriennummer angucken. Wie viele Buchstaben? 1, 2, 3, 4, 5. 5.
Okay, dann habe ich hier das Feuer. Siehst du irgendwie Feuer oder irgendwas? Bei der elektrischen Ladung? Also so ein... Ne, irgendwie so ein Okay. Ach so, du meinst auf der Bombe drauf vielleicht? Warte, ich guck mal. Weiß nicht, ist da irgendwie so ein Symbol mit Feuer oder sowas? Nee, erst so, es ist erst so ein grünes Symbol mit so einem Atom drauf. Ein grüner ist... Bei mir ist ein grüner... Ah doch, blaues Feuer habe ich auch. Blaues? Ich habe ein gelbes Feuer. Gelbes Feuer 0. Gelbes? Ich habe aber kein gelbes Feuer. Gelbes Feuer ist 0. Persönlich ist 0. Gibt's nicht. Ich dann gibt es 9-mal blaues Feuer und grünes Atom. Ja, 9-mal Atom, aber auch ein Gelb bei mir. Warum ist das Gelb? Gelb. Also ich kann nur... Ach so, okay. Hm? Ich habe gelb... Gelb Laser-Symbol. Ist es irgendeine Zahl bei dir? 4. Gelb also Laser-Symbol Laser, ist meinst 4. Warte mal, das Laser meinst du, dieser Kreis mit dem Punkt und außen nochmal so ein Ding? Ist das das Laser-Symbol? Keine Ahnung. Was? Nee, das ist so ein komisches Symbol. Ich weiß nicht, ob das Laser ist. Warte, ich muss... Es ist halt ich muss Kreis? Das Ding nicht sehr viel drehen. Warte. Okay. Ich such's nochmal, wie genau das Lasersymbol aussieht. Hä? Warte, werde ich crazy? Ah, da. Nee, das Lasersymbol ist so ein Punkt. Ja. Von rechts kommt ein Strahl und dann von dem Punkt aus gehen ganz viele Strahlen aus. So wie eine Sonne, die rechts noch einen längeren Strahl hat. Bei mir ist es ein anderes Symbol. Ja. Kannst du nicht irgendwie nachschlagen, welche Nummer so ein Symbol bedeutet oder so? Okay, warte mal. Nochmal ganz kurz. Du hast einen Punkt und da sind so Striche dran. Also ich habe ein Lasersymbol halt. Das ist quasi wie eine Sonne im Dreieck drin. Also, ja, eine Sonne. Also, ja, ich glaube, das ist dann bei mir eine 9. Ich weiß nicht, ob das sieht auch so aus. Und ist es gelb? Ist es gelb. Gelbe Sonne? Nee, die ist schwarz. Ach so, ja, die Sonne ist schwarz, aber außenrum ist gelb. Ja. Eine 9, ist das? Ja. Okay. Dann 9. Dann ich bei weiß Blau. Nicht, blaues Feuer, ist das auch eine Zahl? Es gibt kein Blau bei mir. Wie, es alles gibt, gelb. Ich brauche eine Zahl für blaues Feuer. Blaues Feuer. 0. 9, okay, 0. Perfekt. Also bei mir ist halt nur gelb, ne? Deswegen sag ich dir. Ist 0. Okay. Okay, und Atomsymbol? Welches ist das Atomsymbol? Das ist so ein Punkt in der Mitte und dann so zwei Ellipsen außenrum. Ja, dann war das doch richtig mit Atomen, ja. Dann ist es 4. Also war es jetzt 904. Ja. Hat geklappt? Oh, das war richtig. Das war richtig, oh mein Gott. Hat es mit der Sonne nicht gerade. Das ist das offizielle Lasersymbol. Das wusste ich nicht. Okay, was haben wir jetzt? Lieber noch nicht, oder wir sind noch nicht fertig, oder? Ich glaube, da oben ist der. Ich habe auch einen Zündknopf. Anzahl der Batterien am Gerät muss ich. Anzahl der Batterien am Gerät, dann gucke ich mal. Eine Batterie, zwei Batterien, drei Batterien, vier Batterien. Ist hier noch irgendwo eine? Ich glaube, ich habe 4. Ich zähle aber nochmal zur Sicherheit nach. Das Gerät also, es ist gibt halt nicht mehr als 4, ne? 4 ist ja, dann 4. Was drück den Knopf, wenn die letzte Ziffer des Timers 3 oder 8 lautet. Was? Drück den Knopf, wenn die letzte Ziffer des Timers 3 oder 8 lautet. Also ich muss es bei 8 drücken, oder? 3 oder 8. Die letzte Ziffer. Oh, die letzte Ziffer ist 9. Ich drücke jetzt einfach den Knopf bei 3. Hat geklappt, okay. Nein. Wir machen einfach mal. Ich habe hier Kabel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Kabel. Und? Und ein Schaltkreis. Hier ist ein Schaltkreis. Warte, ja, Kabel mit Schaltkreis. Das ist quasi eine Sinuskurve, auf der bewegt sich ein Ball hoch und runter. Schneide das Kabel durch, wenn der Punkt über dem richtigen Schaltkreis blinkt. Ob was da richtig blau... Also ich habe ein gelbes Kabel, zwei blaue Kabel, zwei rote Kabel, ein grünes Kabel. Ja.
Moment. Kann ich halt nichts weiter machen. Ich sehe keine Kabel bei mir. Okay, wir können auch erst ein anderes Modul machen. Also, ich habe nur noch Passcode-Dekodierer. Hat irgendwie noch nicht bei mir geklappt. Ich weiß nicht, dieses... Der zeigt mir immer Zahlen an. Und die hätte ich dir aber schon mal gegeben. Also, brauchst du noch irgendwas Zahlen von mir? Passwort-Dekodierer? Ja, yeah, der zeigt mir immer 4 Zahlen an. Ich weiß nicht, brauchst du für irgendwas 4 Zahlen? Ja, für Netzwerkport. Aber Netzwerkport ist bei mir... Ja, egal, gib mir das mal. Hier ist ein Passcode einfach erforderlich. Das ist dasselbe von vorhin halt. 2971. Ich gebe das einfach mal ein. Ja. Passcode ungültig. Nee, der geht nicht. Was ist das hier? Also ich habe hier nur noch Kabel eigentlich und Netzwerk. Also irgendwie musst du mir erklären, welche Kabel ich durchschneiden muss. Was hast denn du vor dir? So ein Bedienelement Kabel. Ja, ich sehe ja auch letzter Schritt Kabel, aber bei mir ist es noch nicht. Irgendwas muss ich bei mir noch machen. Ich raff nur nicht, was ich machen muss. Bei mir fehlt hier letzter Schritt Kabel, ne? Da konntest du wahrscheinlich öffnen drücken oder irgendwas. Und das fehlt mir noch. Nee, bei mir fehlt noch immer eins. Ich muss immer noch diesen Passcode-Dekodierer fertig machen und ich muss den Netzwerkport fertig machen. Ja, aber den Passwort-Dekodierer, was musst du da eingeben? Da bewegen sich die ganze Zeit Zahlen hin und her und dann kann ich Passcode anzeigen, dann zeigt er mir mal ganz kurz diese Zahlen an, die ich dir gesagt habe. Oh, immer die gleichen? Immer die gleichen. Und kannst du da irgendwie eine Seriennummer? Ich habe auch eine Zahl, eine vierstellige. 6372, falls sie was bringt. Kann doch nicht sein. Was mache ich denn hier falsch? Hä? Als ob der... Also für Netzwerk muss ich wahrscheinlich... Aber dafür brauche ich erstmal das Code. Also ich brauche einen Code, dann kann ich erst überhaupt ans Netzwerkmodul. Das ist einfach gerade gesperrt. Und der funktioniert nicht, den ich dir gegeben habe, ne? Gib ihn nochmal. Habe ich falsche Zahlen? 2971. Das ist eine Nummer? Nee, geht nicht. Hä, der sagt doch immer dieselben. Der zeigt immer gelb und 2971, oder nicht? Sag dir mal was anderes. 6372, nehme ich mal. Oh Mann, ich hab noch einen Code. Ich hab gerade einen Code gesehen. Oh, Scheiße. Nee, den haben wir schon, ne? Nee. Ich hab hier so elektrische Lade noch ein Passcode. 61658. 61658. Was ist das? Ich hab den nicht gesehen, scheiße. Okay. Wenn Port 1 den niedrigsten Wert hat, rot eingeben. Port 1 ist 495. Genau, ist Port 1 der niedrigste Wert von allen Ports? Also das Ding ist jetzt, die Zahlen bewegen sich die ganze Zeit. Ah, von Port 2, 3 und 4, ne? Wahrscheinlich auch noch. Genau, einfach. Nein, ist nicht der niedrigste. Okay. Nein. Wenn Port 2 den höchsten Wert hat, hat Port 2 den höchsten Wert? Ja. Okay, warte, wir checken noch die anderen. Port 3, die einzige ungerade Zahl ist? Nein. Und Port 4, die einzige gerade Zahl ist? Nein. Okay, dann ist es blau. Ich gehe mal blau rüber. Wir haben es geschafft. Oh mein Gott, jetzt kann ich das nicht. Oh mein Gott, Kabel. Okay, warte. Okay. Nur eine Aussage stimmt bei mir. Wenn das gelbe Kabel sich zwischen zwei blauen befindet, stimmt schneidet nicht. Das... Okay. Wenn ein blaues Kabel sich neben einem grünen befindet... Das stimmt nicht. Wenn zwei rote Kabel sich nebeneinander befinden... Stimmt. Wenn ein grünes Kabel sich neben einem gelben befindet... Nee, das mit den zwei roten war richtig. Okay. Was muss man da machen? Schneidet das grüne Kabel durch, während Schaltkreis 3 blinkt. Okay, hab's gemacht. Ja, das war richtig. Oh mein Gott. Wir haben es geschafft.
Ey, das war so doof. Ich habe dieses Passwort nicht gesehen da unten. Das ist er! Der wollte dich umbringen. Ha! Guck mal, weltweit, wie wir es übertragen. Gott, wir haben es geschafft. Oh. Den krassesten Hacker dieser Welt zu... Aber auch nicht lange braucht, ne? Guck mal, wir haben Medaillen. Ja, hey, wir hatten ja unendlich Zeit. Es gab halt echt... Oh, guck mal. Nice. Oh. Ich bin am Strand, du sitzt in deinen Menschen. Bibi. Ich wäre auch an den Strand. Was soll denn? Ja, du kannst es dir angucken durch meine Brille. Ja, so. Und wieder kann ich es mir nur angucken. Der Kokoscocktail schmeckt so gut. Voll gemein. Ich sitze so, weißt du, so vom Kamin noch. Mir ist schon so warm. Okay, nice, der Herausforderungsmodus. Aber ich glaube, wir brauchen keine Herausforderung. Also, ich glaube, wir brauchen wirklich keine Herausforderung. Ich glaube, wir sind glücklich. Ey. Oh Gott. Okay. Beep, 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 beep. Aber du bist riesig. Ich bin Hilfe. Riesig. Hilfe. Hallo. Hallo. Was machst du da? Hallo? Hallo? Oh, scheiße. Ja, gut. Ja, wir haben es geschafft. Nice. Wir haben es geschafft. Warte, zack. Oh. Ey, das hat aber jetzt auch lange gedauert. Ah. Holy shit. Oh mein Gott, sie spricht. Ich spreche. Mama. Kannst du auch melden? Mel. Mal. Wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Oh, scheiße, Spiel abbrechen, also. Spiel abbrechen? Wir haben das Spiel durchgespielt. Beenden. Ja, nice. Jo, das war's. Ey. Ja, dann, Ja. Oh, ist jetzt Ende. Ist jetzt Ende. Okay. Ich hoffe. Ja. Ich muss sagen, das letzte Level war echt. Also, die Bombe war wieder nice. Die aber Bombe alles war draußen cool. War richtig kacke. Das war richtig kacke. Kann mal jemand im Chat schreiben, ob wir uns einfach ultra dumm draußen angestellt haben? Oder ob das immer so ist? Das würde mich auch interessieren, weil wir haben das so gut gemacht vorher, ne? Da ist einfach so schwer geworden und wir waren so draußen, weißt du? Das letzte Mal waren wir halt Pro-Gamer. Und jetzt war einfach Ende. Ja, das haben wir natürlich mit Absicht gemacht, damit ihr mehr zu gucken habt. Ne? Wir wollten ja nicht sagen, die zwei Level machen wir direkt in einer halben Stunde. Das wäre... Boah. Huh. Ja, ihr habt euch ultra dumm angestellt. Nee, haben wir nicht. Das Spiel war dumm. Don't hate the players. Oh Mann, ey. Oh Mann. Ja, was machst du denn jetzt, ne? Ja, ich hab gedacht, wir spielen Overwatch. Ja, hast du nur Lust? Ich weiß ja nicht, ob du jetzt... Ja, aber ich mach meinen Stream aus. Hast du? Ich keine Ahnung. Ich würde nur kurz, dann, wenn es okay ist, würde ich mal trinken und kurz durchschnappen machen. Okay. Ich rede dann einfach mit dem Chat so lang und verabschiede mich von meinem Stream. Und vielleicht unterhalte ich deinen auch so lang. Ja, okay. Ich lasse dich ja mit drin. Man sieht aber dein Schneckchen gerade, weil es geht. Ist okay. Ich kann das ja umstellen, warte. Da. Okay. Ja, du bist gleich. Ich bin eben. Nehmen wir mal was holen. Okay. Und ich sag Aro Bescheid, die wollte mitspielen. Ah, nice. Okay, Leute. Das war wild. Ich leak euch jetzt noch was. Ach, die anderen sehen das. Oh, oh. Miau hat sich bewegt. Ist mir. Miau? Ich hab gedacht, du bist weg. Was passiert da? Okay. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir waren kranke Agenten. Ich muss sagen, die erste Session lief so krass gut. Und das, wir sind die ganze Zeit nur gestorben. Wir hätten keine Pause machen sollen. Aber es war letztes Mal auch nicht so ultra heiß. Es war das letzte Mal auch nicht so verdammt heiß. Es war echt krank. Boah, ich hasse, also ich habe ultra ein Problem mit Photoshop derzeit.
Weil es hat sich alles resettet und die wollen nur noch, dass man Sachen irgendwie online speichert und es nervt. Es nervt. Ja, ich hab's gesagt, es nervt. Photoshop, Adobe. Das ist ein Front an euch. Wenn ihr zuhört, bitte resettet nicht all meine Einstellungen, danke. Boah, ich hab die so krass gefrontet. Ich wollte eigentlich ein Stream-Ankündigungsbild hierfür machen. Hab's aber nicht rechtzeitig geschafft. Deswegen leak ich euch einfach die unfertige Version. Ich mal das irgendwann fertig. Ich leak die euch. Zack. Wie mache ich denn das am besten? Hier, wir machen das hier rein. Bap. Guck mal, die rechte Miau ist schon fertig, der Rest nicht. Bup, bup. Jo. Okay. Aber da kriegt ihr erst die fertige Version. Miau guckt wieder auf den Monitor. Miau ist da, aber man hört sie nicht. Sie lebt. So halb. So halb. Soll das oben japanisch sein? Nö, das ist einfach irgendwas gewesen. Das sind irgendwelche Zeichen. Keine Ahnung. Runenmäßig. Also Miau ist fertig, ich bin Hallo? Noch gar nicht fertig. Ich hab's gesehen. Nein, das wird noch fertig gezeichnet. Die linke Hälfte war nicht annähernd fertig, das war noch skizzenmäßig. Ich wollte das fertig zeichnen, bin ich fertig geworden. Ich lag heute Morgen im Bett und hab gedacht, boah, ich stehe jetzt auf und mach das Ankündigungsbild. Weißt du, wer liegen geblieben ist? Ich. Und zack, da wurde wieder die 6 gedrückt. Fühle Maudado. Ah. Okay, Leute. Dann sage ich Tschüss. Ich hoste jetzt einfach Miau. Und da wird noch Overwatch gleich gespielt, glaube ich. Oder ist Miau ready? Miau, du bist gemutet. Ich bin muted. Hallo. Hast du dich frisch gemacht oder musst du noch mal weg? Nee, ich habe nur Bescheid gesagt. Ich habe jetzt zwei Leuten Bescheid gesagt noch, wegen Mitspielen. Warum halt noch eine Person bräuchten wir halt noch, weil zu fünft ist halt schon besser. Wenn halt auch, können wir dann vielleicht möglich später bei Elden Ring. Ich glaube, Winterbreaker hat kein Overwatch 2. Zombie ist offline. Nö, ich habe niemanden. Ja, ich kenne auch jemanden, der spielt, aber ich weiß jetzt nicht, ob die da extra ihr. Also, die spielt halt Elden Ring gerade. Ich weiß nicht, ob ich die halt war. Ja. Müsste man fragen, ob die Bock hat. Ja. Frag ich die sonst noch. Ja. Die Möpi, eine YouTuberin. Genau. Ja. Der Aro? Oh, nein. Boah, die Qualität von diesem. Von diesem Online-OBS-Ding ist echt nicht so geil. Irgendwie Bildschirmübertragung ist doch besser. Ja, aber das ist halt. Bildschirmübertragung wird aber schwer. Ja, mit dem PC. Wenn du was spielst, ne? Also so für diese Just Chatting ist es schon gut. Ja. Aber sobald du spielst, ist halt echt kacke. Dann wird der PC weggeroastet. Ja. Ich geh mal bei Aro rein. Okay. Ja, einfach in den Stream und gucken, was sie macht. Dann bestelle ich mir jetzt ein Eis. Nice, mach mal. Mach ich. Ja, mach das auch. Du kannst nichts dagegen machen. Ich auch noch mal nach. Na, mach ich das. Nee, ich mach das. Das würde ich niemals machen. Wir können nicht wieder. So. Wichtig und richtig. Die Frage, gehen wir in den Voice? Du bist bei mir im Discord, ne? Ja, wir sind gerade in. Achso, auf deinem Discord-Server bin ich auch. Ja. Ich glaube, das ist einfacher, wenn wir uns da wahrscheinlich irgendwie in den Voice gehen. Oder wir gehen in Overwatch in Voice. Das könnte man auch. Aber das ist, glaube ich, doof. Ich glaube, ich würde in Discord gehen in Voice. In welchen muss ich da rein? Welcher. Geh mal in irgendeinen so Garten, der da frei ist. Ich schieb dich runter. Ich glaube, ich kann rein. Mit dem Garten. Geheim? Hallo? Geheim? Das ist hier geheim. Geheim? Da darf keiner rein. Also meine Mod, sie kann, glaube ich, hier rein. Ich weiß gar nicht. Ja, das ist so richtig. Ich
habe jetzt nur mal Aro. Sind in meinem Discord, schreibe ich ja. Oh, ich kann auch Toilettenpapier mitkaufen. Hä? Was bestellst du? Über was bestellst du da bitte? Über Flink. What the fuck? Das ist in Städten, da kann man einfach, zack. Ach so. Hallo? Hab ich gerade Aro gehört? Hallo? Aro! Schön, dass du da bist. Ja, nein! Soldado! Evo! Ayo! Krieg ich so ein PNG von dir jetzt noch oder sowas? Was? Gibt's noch ein PNG oder dieses Overlay wieder, wie dieses Ding, was du da mal hattest? Oh, ich sag meinen Zuschauer kurz Tschüss. Okay, Leute. Danke für den Stream. Danke für die ganzen Subs, die ich wieder nicht vorgelesen habe. Irgendwann muss ich was für die Subs machen, die ich nicht vorlese. Ich versuch's gerade. Da Kuva, Vanish, Wu, 50. Hä? 50 Mumps? 50 Mumps? Das ist echt krass. Guck mal, das ist Miau. Und ihr hört sie nicht. Hihihihi. Oh. Oh mein Gott, ich wünschte, ich hätte eine Bonk-Gift und könnte jetzt Miau bonken. Das wäre krank. Big Bass, 99. CD7, Geno hat ein Sub gegiftet. Rob2209 hat ein Resubscribe gemacht und alle davor sehe ich leider nicht. Das ist ein bisschen doof. Naja, kann man ja nichts machen. Dann würde ich sagen, beantworten wir noch eine Frage und dann habe ich mich genügend um Zuschauer gekümmert. Dann habt ihr genügend meine Aufmerksamkeit bekommen für heute. 55 Jahre. Ne, 50 war es, oder? 50 oder 50? 55 Monate. Aber das sind... Boah, das sind... Das sind 4 Jahre. Das ist krank. Also, das sind mehr als 4 Jahre. Zack. Hallo, gute Frage. Da habt ihr es gut investiert. Maudad, ich wollte einfach mal sagen, dass du der Grund bist, dass ich mich geoutet habe, der Ishi. Zwar nur bestimmten Leuten im Netz, aber es ist immer schön, in meiner kleinen Bubble zu sein. Ja, das ist schön. Das ist schön, das freut mich, dass es geklappt hat und dass die Leute da nett sind und dass du dich da wohl genug gefühlt hast. Nice. Habt ihr... Ach so, das war von gestern. Hä, dann haben wir es schon erledigt. Lol. Okay, dann schicke ich euch zu mir auch rüber, da spiele ich noch ein bisschen Overwatch mit. Raid. Miau. Miau Art. Boah, ich bin so schlecht, diesen Namen zu schreiben. Das ist unglaublich. Miau-V-Art. Zack. Da könnt ihr noch weiter Overwatch sehen. Da bin ich dabei. Aber der Stream hier endet. Der Stream endet. Es ist so cursed, wenn die Schnecke mit mir mitredet, Leute. Es ist so cursed. Es ist so cursed. Miau-Art wird immer weniger aufgelöst. Okay, viel Spaß, seid lieb. Küsschen. Okay, ihr habt gehört. Wir stören sie gerade, glaube ich. Ich glaube, wir stören sie. Ach, ich merke, ich rede gerade mit mir selbst. Hallo. Hallo. Ich sehe. Dieser Sound. Bam, 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 bam. Danke schön, Mandate. Kein Ding, kein Ding. Party? Soll ich dich eigentlich drinnen lassen? Möchtest du mit der Videoübertragung drinnen bleiben? Oder hast du lieber Lust auf entspannten Voice? Ist ja nur mein VTuber. Also, wenn du ja, magst, du, kannst du drinnen lassen. Ja, aber du hast ja trotzdem dann laufen, deswegen. Ja. Also, wie du magst. Ich kann's auch ausmachen. Wie du lieber. Du musst dich nur kleiner machen. Mach dich kleiner auf andere Seite. Wie man bei dir das Bimmeln hört, ne? Hört man das echt? Ja.